Senf! Für die einen ein Allheilmittel in der Küche. Die ultimative Küchenfee, die jedes Gericht besser macht. Für die andere eher so Kategorie Nasenzwirbler und Grauen für den Gaumen. Wir testen heute mittelscharfe Senf und wir werden rausfinden, welche von den Sorten die geilste ist. Und das war einer der schlechtesten Cold Opener, die ich je gemacht habe. So, meine Lieben, da sind wir. Und wenn ich sage wir, meine ich ein weiteres Mal nicht mich alleine, denn eure Gebete wurden erhört. Ich glaube, seit der ersten Folge Löffel, Messer, Gäbel hieß es immer, meine Güte, Senf wäre doch ein tolles Thema. Und wenn Senf, wer Senf sagt, muss auch Florentin sagen. Es hat jetzt geklappt, wir haben die Kalender gewälzt. Wir sind ja beide sehr viel beschäftigte Menschen, wie man weiß. Und zufälligerweise haben wir noch einige wenige Resttermine gehabt und einen haben wir genau jetzt. Florentin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich habe tatsächlich seit Wochen fiebere ich auf diesen Moment hier hin. Mein Leben dreht sich nur noch um Senf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht, wie diese Verbindung zwischen Senf und mir herkam. Ich glaube, ich habe irgendwann mal meine Kreation des Senf-Witches präsentiert. Das ist ein Sandwich, das besteht aus Senf, Röstzwiebeln und Gewürzgurken. Da, glaube ich, ist das so ein bisschen an mir hängen geblieben, so ein kleiner Fleck am Revers, dieser kleine Senffleck, den ich jetzt nicht mehr wegkriege. Ich freue mich aber sehr, Senfbotschafter zu sein. Und deswegen, ich habe einiges mitgebracht, eine ganze Menge Senfe stehen hier bereit, wollen verkostet werden. Es ist ein emotionales Thema. Das finde ich, ich finde das ganz fantastisch. Ich bin kein Experte, deswegen ich muss meine Moderationskarte nochmal neu schreiben. Wir haben jetzt Florentin Will an meiner Seite, er ist großer Senfliebhaber, Experte will er sich nicht schimpfen, aber dennoch jemand, der ein profunderes Wissen möglicherweise als ich hier an den Tag legt. Es gibt, Senf hat eine ganz eigene Dimension, finde ich, weil Ketchup hat sowas Jugendliches, Kindisches, Lockeres, Süßes. Senf hat irgendwie was Schäbiges. So was Schäbiges, Schmieriges, Schwurbliges. Es ist, da verzieht man eher mal so die Stirn und sagt Senf. Und wie du auch gerade, Senf, Gewürzgurken, Röstzwiebeln, das ist alles so diese Blase, in der ich mich gerne bewege, wo man immer so das Gefühl hat, muss man sich die Zähne putzen danach? Darf ich das überhaupt? Muss ich mich duschen? Es hat irgendwie so einen, es hat einen impulsiven Charakter. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen des Senfhungers kennst. Den kenne ich in Maßen. Also ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie natürlich jeder, dass man dann nochmal zum Kühlschrank geht und entweder je nach Darreichungsform, Tube, Glas oder wie auch immer, sich mal so einen kleinen oder auch einen größeren Spritzer auf den Finger oder vielleicht auch achtmal nachspritzt, es muss da mal diesen Würzappetit hat. Ja. Bis dann irgendwann besagtes Nasenzwirbeln einsetzt, natürlich je nach Schärfegrad. Aber um nochmal auf den schlechten Ruf, den du gerade so ein bisschen angedeutet hast, den du selber fühlst, wenn es um das Thema Senf geht, den kann ich gar nicht nachfühlen. Weil gerade beim Senf ist es doch so, man sieht es ja hier an den Darreichungsformen schon, da gibt es halt dieses Gefühl, hey, ich bin der Kindergartensenf, der Einsteiger in die Welt der Würzpaste. Ja. Und es gibt aber ja auch unglaublich viele Delikatessvarianten, Edelvarianten. Mhm. Beim Ketchup ist das Ganze ja dann doch eher in dieser jugendlichen Blase nur. Mhm. Und entweder du zählst noch dazu oder nicht. Senf aber ist erwachsener irgendwie. Ja, definitiv. Aber Senf hat auch was von schmuddelig, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ich meine, wir müssen uns natürlich jetzt auch an die Sternstunden der Senfgeschichte in Deutschland erinnern. Wir sind ja da ein nicht unbeflecktes Land. Wir erinnern uns alle an Wetten, das Bad im Senftopf. Also, das sind Dinge, das würde man mit Ketchup nicht machen. Das stimmt, ja. Wenn du Redakteur bei Wetten, das bist, du machst nicht Tom Hanks in Ketchup-Topf. Es muss der Senftopf sein. Das ist richtig, ja. Weil Senf hat irgendwie so eine zersetzende Wirkung. So ein, man macht sich da gemein mit Kräften, von denen man sich eigentlich Abstand halten sollte. Aber da muss man natürlich an dieser Stelle sagen, dass wir unserem Auftrag nahe kommen wollen, so gut es irgend geht, natürlich dem Senf zu dem Platz zurückzuverhelfen, wo er nämlich sein sollte. Und das ist im Idealfall in euren Kühlregalen oder auch Kühlschränken. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, weil sonst würde das schon knappe zweistündige Zeitfenster noch weiter überstrapaziert werden, dass wir heute den mittelscharfen Senf nur ins Testfeld nehmen. Wir nehmen nicht die ganz scharfen, wir nehmen nicht den süßen, wir nehmen nicht irgendwelche regionalen Ausprägungen, weil wir damit schon genug haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was in den vielleicht auch heute noch. Also der mittelscharfe Senf ist so ein bisschen was wie der VW Golf unter den Senfs. Genau. Ne? So, das Mittelklasse-Modell, mit dem kann man sich identifizieren. Der eine verehrt es kultischer, der andere weniger, aber es geht sehr in die Breite. Nee, darauf kann man sich einigen, ist flexibel, ist irgendwie immer zur Hand, ist dabei. Und es ist aber, wie gesagt, da haben auch einige wütende Kommentare sind mir ins Gesicht geflogen, als es hieß, wie kann man Dijon-Senf verschmähen, wie kann man süßen Senf verachten. Ist nicht der Fall, wir sind Liebhaber von jedem Senf. Aber ich finde, wer Senf ernst nimmt, muss auch wissen, dass es Unterschiede zwischen Senfsorten gibt. Und man kann das nicht einfach zusammen vergleichen und vermischen. Dann würde man seiner Verantwortung als Senffreund nicht gerecht werden. Deswegen geht es hier um den mittelscharfen Senf. Es ist ein Einsteiger-Senf. Ich glaube, da kommt heute gut jeder rein. Aber
ich glaube auch, dass da mehr drin steckt, als dass man jetzt sagt, oh, das ist der Senf mit Stützrädern irgendwie, da kann man nicht viel falsch machen. Ich glaube, wir haben hier ein riesiges Spektrum, eine große Bandbreite. Ich bin echt gespannt, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch hier, um neue Freunde zu finden. Ich hab Favoriten, aber ich bin auch bereit für einen neuen Senf in meinem Leben. Muss das ganz ist das Schöne. Sagen. Ja, weil wir heute eine Disziplin gefunden haben, in der ich mich gar nicht so wahnsinnig zu Hause fühle. Also ich war noch nie in der Verlegenheit, wenn ich im Supermarkt mal wieder Senf auf der Liste hatte, dass ich überlegt habe, ich nehme jetzt mal 2 oder 3 gleichzeitig mit, um die parallel zu verkosten. Das mache ich bei anderen Sachen schon, aber bei Senf noch nie, weil ich nehme da mal den und dann wird entsprechend auch die Erinnerung an den Einkauf vom letzten Mal natürlich getrübt und dann sagt man plötzlich, oh, den ich heute gekauft habe, der schmeckt aber viel besser als vor 4 Wochen der. So ein Senf, oder vor 2. Ja, so ein Senf bleibt halt auch mal eine Weile im Kühlschrank. Also das ist, der begleitet dich halt auch eine Weile. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie jede Woche mitnimmt irgendwie so. Das bleibt auch bei einem. Aber es gibt natürlich auch Hardcore-Fans von Senf. Wir werden da noch einige sehen, auch aus der Community, die sagen, ich esse seit 10 Jahren Senf. Ich persönlich habe für mich aber gesagt, ich esse seit 10 Jahren Senf. Ich meine, denselben Senf. Ich habe eine Senfsorte. Ich sage aber auch, wer heute noch denselben Senf isst wie vor 5 Jahren. Der ist stehen geblieben. Das der hat sich nicht weiterentwickelt. Das gilt auch für Frauen und also in Beziehungen oder so. Je nachdem, ja. Manchmal muss man auch da in den Kühlschrank gucken und sagen, brauche ich das noch oder kann das weg? Oder schmeckt das schon zu sauer? Denn das ist, glaube ich, das, wenn Senf kippt, wenn man so merkt, dass nur noch diese Herbheit drin ist, die Bauchnote, die ich sag mal, die Würzfläche, die so den Mittenbereich ausmacht, die ist weg und es ist so ein säuerlich bitterer Geschmack. Dann habe ich immer das Gefühl, der Senf ist kurz davor zu kippen und gesundheitsschädlich zu werden. Mein absoluter Albtraum ist ja das Senfwasser. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn Senf so ein bisschen nässt, wenn du da so eine wässrige Halbsenf drin hast, so eine Senfschorle oben noch mit draufgegeben ist, das ist für mich echt ein Abtörner. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Liegt es an der Dauer, liegt es an der Qualität? Mal gucken, ob wir es sehen werden, dieses Phänomen, ob wir da drauf eingehen können. Aber das ist für mich immer ganz kritisch. Ich muss auch immer tatsächlich bei Tuben, kein Freund von Tuben, kann ich jetzt schon mal spoilern, immer erstmal einen guten Knet in die Spüle geben. Bin ich voll bei dir. Das werden wir hier bestimmt aber auch sehen beim Bild der Glas-Senfsorten, dass da oben gerne dann mal so eine leicht etwas dunklere Lederhaut sich gebildet hat, die man entweder abkratzen kann oder man rührt sie unter. Ne? Das ist dann, schauen wir mal, aber wir werden es bedenken. Deswegen, der erste Löffel ist oftmals nicht repräsentativ für den Rest des Glases. Wir fangen an, darf ich dir schon mal die Wurst wärmen, dass du da schon mal rangehst? Das ist schön, wenn du meine Wurst mal einmal eintauchen magst, dass es sich so ein bisschen wohlfühlt. Oder nimm doch direkt mal noch 2 rein. Ja, okay. Denn ich mag keine kalte Bockwurst. Gut. So, jetzt ist es raus. Genau, aber wir kommen auch nämlich damit direkt zum nächsten Punkt dieses Gesprächs, beziehungsweise der Erklärbärzeit. Wie machen wir das Ganze? Wir machen das in guter alter Tradition, dass wir einmal die puristische Verkostung machen, entweder auf dem Löffel, da haben wir jetzt auch schon wieder Einschränkungen gehört, also einmal das Produkt pur genießen und dann auf dem Träger unserer Wahl. Und da du ja eher den fleischlichen Genüssen abgeschworen hast, haben wir uns in deinem Fall, beziehungsweise du dich für Laugenbrezel oder Laugengebäck entschieden. Ich bleib bei der guten alten Knackwurst oder auch Heißwurst, wie sie bei uns früher hieß in der Heißwurst? Familie. Heißwurst. Ja. Das hast du noch nie gehört? Habe ich noch nie gehört. Aber auch da habe ich im Forum mitverfolgt, es gibt eine große Diskussion zum Thema Lauge und Senf. Für mich sind das natürliche Verbündete. Ja. Lauge und Senf ist dabei. Manche, man kann in New York, gibt es lädenweise Straßenstände, wo man sich eine schöne Brezel mit Senf. Ja, absolut. Die heißen ja auch Lauge und Senf. So. Ja, ja. Es ist dabei. Aber das nur am Rande. Natürlich werde ich den Senf abmachen. Da wurde mir von abgeraten, das ist ja zu salzig. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube auch, weil wir ja vorher das pure Produkt verkosten. Gibt es eine Reihenfolge? Nein, es gibt keine. Wir können wild greifen. Wir können wild greifen, denn wir haben Klassiker, wir haben Markenprodukte, wir haben ein paar No-Name-Produkte, also soll heißen die guten alten Supermarkt-Eigenentwicklungen, die meistens preislich sehr unten sind. Wir haben Ikea-Senf, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir haben auch Einsendungen bekommen. Und bevor ich es vergesse, möchte ich dazu mal direkt kommen. Zum Beispiel hier den Original Wiener Würstel Senf aus Österreich geschickt gekommen von der guten Mona, die sagt, das sei ihr absoluter Lieblingssenf. Eigentlich kein großer Senftest, aber dieser Senf ist für mich einfach nur ein Gaumenfreund. Schön. Aus Österreich, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. International sind wir nicht ganz so stark vertreten, muss man sagen. Wir haben einen Vertreter aus Schweden und einen aus Österreich. Ja, genau. Und ein paar aus Bayern. Deutsch. Aber gut. Ja, gut. Aber gut, sind wir. Und dann habe ich hier noch was geschenkt bekommen, nämlich den hier. Der normale von der Schwerter Senfmühle, der kam von Maike Dudel. Maike, danke dir.
Ich bin sehr gespannt, ob der hier mithalten kann. Denn manchmal sind die regionalen Sachen ja so, dass, wenn man damit groß wird, sagt man, das ist der beste Senf, den es überhaupt nur geben kann. Aber manchmal ist es dann auch so, was du eben schon angedeutet hast, wenn man 10 Jahre sagt, das ist mein Ding, und dann hast du plötzlich die Qual der Wahl oder die Möglichkeit, mal über den Senfglas ranzublicken, dann kommst du plötzlich und denkst, wie konnte ich 10 Jahre lang dieser Mühle vertrauen? Ja, wo ist doch was Besseres? Da muss man auch unterscheiden, wo ist da wirklich objektive Senfqualität und wo ist Lokalpatriotismus, Nostalgie, Heimatliebe. Ich bin da immer skeptisch. Muss aber auch sagen, dass ich mich mal bei mir in Köln in der Umgebung umgehört habe und ich habe da gefunden, die historische Senfmühle, die ich gefunden habe, anno 1810, habe ich mir hier diesen Steintrog, diesen Humpen, diesen Steinhumpen besorgt. Da ist original Natursenf nach alter historischer Rezeptur drin. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das sein wird. Das ist ein schönes neues Wort, was wir hier. Schöner Natursenf. Ich bin sehr gespannt. Ach so, dann ist das am Ende gar nicht die Färbung des Senfs? Nein. Das ist der Stein. Und da kann man ganz viele verschiedene Sachen kaufen. Ich habe mich auch unterhalten mit einem großen YouTube-Star zum Thema Senf. Der ist großer Fan des Senffastens. Der fastet und ernährt sich dann nur von Senfkörnern. Und das scheint irgendwie sehr gut für den Darm zu sein. Also auch da glaube ich... Von Senfkörnern. Du hast ja auch schon angesprochen, mit dem Senf werden ja mystische Heilkräfte zugesprochen. Ich bin mal gespannt. Mein Ziel, weil ich auch heute noch nicht viel gegessen habe, und das ist mein Mittagessen, ich will mindestens 1/2 Liter Senf verdrücken heute. Das ist realistisch. Erwarte ich aber ehrlich gesagt auch von dir, denn so viel, doch, Senfliebhaber gibt es hier viele und die Frage kommt auch immer mal wieder auf. Selbstverständlich werden diese Senf- oder Probanden im Nachgang zu dieser Sendung die Angebrochenen nicht in den Müll geworfen, sondern verteilt unter den Freiwilligen und davon gibt es immer viele. Ja. Kannst du mir vielleicht noch ganz kurz als Laie noch mal ganz kurz diese Tabelle hier erklären, was wir alles überhaupt prüfen? Ja, also im Prinzip, das können wir auch gemeinsam festlegen, denn diese Reise ist eine, die jedes Mal neu gestaltet werden darf. Wichtig wäre es aus meiner Sicht am Schluss, dass wir das Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann man mit den Euro pro 100 Gramm mal reinschreiben, das ist eigentlich auch ganz gut runtergebrochen. Das ist vielleicht bei den Einsendungen dann nicht mehr so einfach. Wir haben eine Liste. Aber weil der Preis natürlich manchmal auch so eine Entscheidung hat. Wenn du weißt, dass ein Senf, das hatten wir in der Vergangenheit mit Mayonnaise oder auch mit Ketchup und so, der 5 Euro kostet, dann muss man an diesen ein bisschen anders rangehen als an den 50 Cent Ketchup und das ist auch legitim. Am Ende des Tages soll das aber jeder für sich entscheiden, aber für uns ist es vielleicht eine relevante Information, ob wir einen Discounter oder einen Edelheimer haben. Und die Bewertung, die hier steht, die ist von 10? Wenn du sagst, das ist die Skala, die wir brauchen, auch die können wir ändern. Wir können auch 1 bis 5 machen. Ich bin kein Freund von Skalen, wo du die goldene Mitte treffen kannst. Es ist immer schön, wenn man sich entweder zum Schlechteren oder zum Besseren. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass du gegen Kommastellen bist? Also, ich glaube, da wird sehr 8,3? Ja. Nee. Also ich sag mal so, wer 8,5 sagt, der kann sich einfach nicht zwischen 8 und 9 entscheiden. Genau. Und wenn man das bei 10 braucht, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wir können ja die 100 aufmachen. Egal, wir machen 10. Alles ich würde sagen, 10 ist eine gute Geschichte. Ich tue mir super schwer mit Skalen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe sie. Aber ich aber auch. Ich habe noch eine Frage und dann fangen wir an. Darf man im Nachgang nochmal nachkorrigieren? Ja, das darfst du. Gut. Die Gefahr darin ist nur, dass man immer wieder quer verkostet. Aber wir haben es in der Vergangenheit gerne mal so gemacht, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie so ein paar super Favoriten, die ähnlich ganz oben weit dran sind. Dann werden die der Fairness halber nochmal verkostet, um dann zu sagen, ich merke da jetzt doch Unterschiede. Ja. Gleiches gilt für die ganz schlechten, weil manchmal sagt man, Kandidat 2 war wirklich zum Kotzen. Und dann bist du bei Kandidat 12 nicht mehr wirklich objektiv. Und dann ist Kandidat 2 plötzlich deutlich besser. Also man darf anpassen, aber in the interest of time fangen wir A jetzt an und B sollten wir uns versuchen, das auf ein Minimum zu reduzieren. Du darfst auswählen. Gut, dann wähle ich mal aus und ich entscheide mich hier für diesen Tafelsenf. Den hätte ich auch genommen. In dem Glas mit dem Henkel. Ja. Also das hat ja auch eine lange Senftradition, dass das Glas nicht mit Müll zu verwechseln ist, sondern auch noch Teil der Familie wird. Und es gibt Senfgläser, die seit Jahrhunderten in Familienbesitz sind. Geht dir das genauso? Ja. Och, wunderbar. Wir haben nämlich immer die guten alten Tomi-Gläser. Das sind diese etwas bauchigen, wo unten dann noch so ein Schwengel ist. Und diese. Davon haben wir im Hause Gäbel. Die sind natürlich teilweise kaputt gegangen. Aber das sind die Standardgläser, bei denen bei uns zu Mittag Milch rausgetrunken wurde und nicht Wasser. Okay, gut. Das heißt, wir machen die jetzt erst im Keller? Ja, wir können da auch einfach, wir haben ja genügend Löffel hier. Guck mal, wir haben jetzt beide so ein Spülschüsselchen, da können wir die Löffel dann auch mal abmachen. Du machst schon mal den Schnuppertest. Oh, wie das riecht. Ich bin gespannt. Nehmt ihr einfach gleich einen Löffel, würde ich sagen. Wir kosten erstmal so, aber wir sollten, hier sind wir nämlich wieder dabei. Wenn man jetzt sagen würde, wir schaben hier die Oberflächenstruktur ab, dann würde man dem Glas nicht, nicht gerecht werden. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen, haben wir zufällig. Kannst du mir mal das Küchenpapier bitte anreichen? Ja. Dann mache ich nämlich einmal hier den, guck mal, die Oberfläche wird einmal abgedingst. Das ist dann aber auch, sonst wäre das, sorry, das ist dann jetzt mal, das muss einfach so sein.
Was das ekelhafte Lampen hinterher auch keiner. Aber kannst du mir mal ein paar Teller geben gleich? Ja, natürlich, selbstverständlich. Mal, damit ich dann nicht immer rumfingern muss. So. Was erwartest du denn von einem guten Senf? Was muss ein guter, mittelscharfer Senf für dich denn überhaupt haben? Oh, er muss. Also ich unterscheide zwei verschiedene Senfe. Die Senfe, die eher so als Puzzleteil fungieren, die gut mit was anderem harmonieren müssen. Aber ich mag gerne dominanten Senf. Ich will auch mal an die Hand genommen werden. Ja. Und dass ein Senf wirklich sagt, so, ich habe hier ein ganzes Abendessen, ein ganzes Bouquet für dich vorbereitet. Hier wirklich alle Farben sind vertreten. Ich will einen reichhaltigen, ich will, dass es breit senft. Ich will, dass man wirklich auch was erleben kann im Mund. Ja, ein Senf, der mit Selbstbewusstsein einfach auftritt. Das ist sozusagen wie bei der Bachelorette, der bei 20 Kandidaten, der direkt in der ersten Nacht sagt, hier bin ich, ich hau den einen weg, ich mache hier einen dummen Spruch, ich sie mal an. Ja. Der kann man streitbar sagen, mag ich nicht, finde ich unsympathisch, aber er soll sich nicht hinten zurückziehen und sagen, oh, vielleicht kriege ich auch keine Rose in den Schal und fahre ich wieder nach Hause. Nein, Senf und schüchtern ist für mich ein Widerspruch. Senf muss einfach ab der ersten Sekunde, der muss bei dir zu Hause die Tür aufmachen, die Schuhe nicht ausziehen, sich in dein Bett legen und dann ist auch einfach mal sein Haus. Das ist ein echter Senfliebhaber. Das ist niemand, der sagt, so, wir haben auch McDonalds Hamburger, die zwei Spritzer, die gehen unter. Gott behüte. So. Alles klar. Pack mal, komm, wir gehen da jetzt einfach rein hier. Wir gehen mal rein. Prost. Ja, komm. Bin ich sehr gespannt. So. Also, er hat einen leicht feinporiges Bild. Also, wir haben schon mal erstmal, es ist eine schöne Festigkeit. Ja. Wir haben eine gewisse Steife, es behält die Form. Kann man hier gerade mal sehen auch. Es ist eine, glaube ich, etwas hellere Farbe als die Kontrahenten an der Stelle. Und wir sehen hier auch, also da ist auf jeden Fall Struktur dabei. Das ist eine Festigkeit. Nichts von dem Anwässern, was wir vorhin angesprochen haben. Da geht schon was runter. Aber man kann sich schon hier erahnen, dass das eher, finde ich, ein Festsenf ist. Ja, ist das für dich von Vorteil oder von Nachteil? Es kommt natürlich darauf an, wie man ihn verwenden möchte. Nee, ich finde das schon gut. Aber da müssen wir bei den Tuben dann eh so ein bisschen gucken, wie wir es machen. So. Also, er kommt erst so ein bisschen dünn. Mhm. Über die Zungenseiten breitet sich dann eine ungeahnte Säuerlichkeit. Der hat so was Traubiges, der hat fast was leicht Fruchtiges. Ich find's spitz. Ja, also, ne, ich finde, er ist sehr präzise, aber auch dann hat sie es auch wieder. Mhm. Das ist ein Senf, der sagt: Hallo, hier bin ich. Genau das, was du sagst. Ich trete dir die Tür ein. Mhm. Und wenn du dich als. Aber er bleibt nicht zum Abend. Genau. Du hast dich von dem Schock noch nicht erholt, da ist er schon wieder nach Hause gegangen. Nee, das ist für mich kein Breitensenf. Das ist genau, was du sagst. Der ist spitzintensiv und mir persönlich ein bisschen zu säuerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja wirklich eine Sinfonie. Du hast die Säure, du hast die Schärfe, dadurch entwickelt sich natürlich ein Bouquet. Da müssen wir natürlich gucken. Ich bin auch gespannt, wo sich unsere Erwartungshaltung da unterscheiden zwischen Säure, Schärfe, wo wir da sind. Das ist der gute Tonoli-Tafelsenf, mittelscharf. Kenn ich nicht. Ich kenne diese Töpfchen, aber ich glaube, auch andere Senfhersteller haben die Qualitäten dieses Glases für sich erkannt. Deswegen ist das. Aber hast du eine gewisse Frische drin? Also, ich habe einen Hauch Limette, sowas. Ja, ich sag so was Obstiges, Fruchtiges. Genau, ist was Fruchtiges, aber es bleibt ein bisschen oberflächlich, finde ich. Ja, also da ist definitiv was leicht Fruchtiges. Das kommt ganz schnell. Ist es da? Ja, so. Wie heißt denn diese kleinen roten Klumpen? Cranberries, sowas meinst du? Nee, in der Gemüseabteilung. Die Rötz, Radieschen. Ja, aber das ist jetzt, also ich bin nicht begeistert, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich würde aber jetzt noch nicht zur Tat schreiten, weil wir natürlich erstmal, vielleicht ist jetzt Zeit, ein Würstchen zu kredenzen, hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ich möchte nicht unfair sein, Tonoli, du bist der erste Kandidat, der hier im Mund Platz nimmt. Insofern ist es auch ein bisschen gefährlich. Ja, aber das ist ein Spezialist, finde ich. Wenn du jetzt irgendwie die genaue Anforderung hast, du hast jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Senfei oder sowas und du brauchst wirklich diesen einen Stich, du brauchst diese eine Trompetenfanfare, die genau da trifft, dann könnte es funktionieren. Aber für mich, wie gesagt, es ist allgemein nicht. Aber das ist so wie der. Er traut sich nicht zu viel. Ja, das ist wie der Topf und der Deckel. Natürlich gibt es irgendwo mal irgendeinen Menschen in irgendeiner Situation, sagt, genau der Senf wäre es jetzt gewesen. Aber wir wollen ja eben den VW haben und nicht das Auto, was man nur auf dem Mond gut fahren kann. Ja, nee, absolut. Was ich allerdings auch gerne in der Garage hätte. Da bin ich voll bei dir. Absolut. So, also, ich mache noch mal einmal, wie machen wir das? Ich gehe jetzt hier einfach mal rein ins Gläschen, weil ja, die Wurst ist noch. Ah! Was? Das ist. Das gehört zu einem gesunden Tier dazu. Das hat gelebt. Du meinst, der Seitling ist original aus dem Schaf gezogen, sozusagen. Und da guckt, seht ihr diesen kleinen, diese Pocke da?
Also sagen wir mal so, wenn Eddie ihn essen würde, würde ich ihn auch essen. Aber ich verzichte drauf und nehme das nächste Stück. Ich mag auch nicht die Zuppel. Je nachdem, wie doll der Seitling ist von so einer Wurst, ist das nämlich auch das Letzte, was im Mund zurückbleibt. Diese knubbelige, gummihafte Seitling-Geschichte. So. Aber es ist und bleibt ein Leichtsenf. Es ist wirklich ein Leichtsenf. Mhm. Ja. Also ist für mich jetzt, also es geht besser. In der Variante mit der Wurst macht er sich deutlich selbstbewusster, auf eine positive Art und Weise. Du kannst ja gut über Geschmäcker reden, oder? Ich tue mir manchmal schwer, weil manchmal fehlen mir die Worte. Ich habe so einen ganz präzisen Eindruck, aber ich kriege ihn nicht benannt irgendwie. Aber ich konnte komplett nachvollziehen, was du eben sagtest. Mit diesem obstig limettigen. Das geht natürlich jetzt hier so ein bisschen unter. Ich will auch gar nicht nachkosten, aber ich muss sagen, in der Probe mit der Wurst war er jetzt besser. Ja. Er hat sozusagen die Wurst, die Würzigkeit reingebracht, die ich vielleicht beim Senf als solches vermisst habe. Und da konnte diese Spitze ein bisschen besser glänzen. Aber ist noch nicht so, dass ich sage, Heureka. Nee. Ich glaube, wir sind uns einig, ist kein schlechter Senf, aber ist jetzt auch kein Spitzenreiter. Der tut niemandem weh. Gerade für Anfänger, glaube ich, kann man den gut auch mal verschenken und sagen, da sagt niemand, oh Gott, weg damit. Da macht man nichts falsch, aber ich glaube, es ist nichts wirklich für Leute, die dem Senfgenuss wirklich auch eine hohe Priorität. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Wenn man jetzt sagt, ich suche den besten Senf der Welt, ich habe den Namen noch nie gehört, das lässt ja manchmal auch darauf schließen. 0,33 Cent kostet der auf 100. Ich schreibe es mal direkt auf. Ich würde eine 4 geben. Eine 4 von 10. Ja, wir können natürlich auch gleich damit beginnen. Also, Tonoli hieß der Boy. Und der kostete, was war 0,33 Cent auf 100, ne? Ja, genau. Okay, das ist jetzt auch das Relevanteste. Nee, dafür, nee, ne? 083. Hui. Nee, Entschuldigung. Sorry. Der Preis, er kostet 83 Cent und damit 33 Cent auf 100 Gramm. Okay, also. 83 Cent, was ist das für ein Preis? Das geht aber noch billiger. Da bin ich ziemlich sicher. Aber das sei erstmal 33 Cent, ja, waren's? Richtig, pro 100 Gramm. Gut, du gibst also 4 von möglichen 10. Ich halte es mir noch offen, weil ich bin noch nicht sicher, wo ich die. Komm, du hältst es offen? Nein, du hältst hier die Predigt darüber, weil ich mag es, wenn man sich entscheiden muss. Gott, ich mag es nicht in der Mitte und dann. Gott. Ich halte es noch offen, ja, das reiche ich morgen nach. So, jetzt biedere ich mich mit der 4 bei dir an. Ja, gut, okay. Weil die 4 zeigt so ein bisschen die Tendenz, dass man nicht begeistert ist, aber ist noch so weit im durchschnittlichen Bereich, dass die Enttäuschung noch weitere finden wird. Gut. Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, nachziehen. Aber ich habe ja einen Bruder von mir, ist auch begeisterter Senfliebhaber. Ja. Und der hat sich auch für einen Senf entschieden. Aber bevor ich jetzt weiter spoiler, gucken wir doch mal rein, was mein Bruder Dennis vielleicht für einen Kandidaten hat, den wir jetzt hier verkosten wollen. Ja, lieber Colin, lieber Florentin, ich habe mich total gefreut, dass mich mal endlich jemand nach meinem Lieblingssenf fragt. Das kann ich nämlich ganz schnell beantworten, diese Frage, im Gegensatz zu vielen anderen Fragen. Es ist der Tomi Mittelscharf. Der schmeckt einfach so harmlos, köstlich, dass man damit jedes Gericht retten kann. Also ich hau den wirklich überall drauf und rein, in Suppen, auf Brote, Wurstfrikadelle, Veggie-Frikadelle. Also der auch, geht auch pur, wirklich köstlich. Es gibt neuerdings auch diese, oder schon etwas länger, diese große Riesentube. Die braucht man eigentlich auch. Der geht wirklich köstlich. Also muss ich wirklich sagen, geht's wirklich zu jeder zu jeder Wurst, okay. Mm. Ja, der Tomi-Senf, das ist, glaube ich, auch so etwas wie der, das ist der Bauer vom Schach, oder? Also den gibt's überall und der Vergleich hinkt ja ein wenig, aber du weißt, worauf ich hinaus will, den findest du, glaube ich, in jedem Supermarkt, bei so manchem Discounter. Und ich glaube, das ist auch der, der in vielen Kinder- und Wohnzimmerstuben, sagen wir mal, zum Inventar gehört. Absolut, ja. Okay, das war jetzt ein bisschen um die Ecke gebogen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Gibt's auch in verschiedenen Formen, auch in diesen Gläsern. Und es freut mich ein bisschen, den gab's eben früher bei uns tatsächlich häufig in Glasform. Dennis scheint ihm immer noch sehr zugetan zu sein. Ich kenne ihn, ich mag ihn auch. Jetzt bin ich super gespannt drauf, wo der sich im Ich glaube, da kommt was hoch. Also ich glaube, bei dem. Ich mach mal einmal den Sicherheits. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir einmal den Abspritzer.
Ja, da muss ein Drück weg. Einmal ein Drück muss raus. So. Schau mal, der Vorteil an diesen Tuben ist, umwelttechnisch natürlich weniger, dass man einfach, wenn man sich ein Brot oder so bespielen möchte, kannst du hier einfach ein sauberes, feines, so ein kleines Würstchen kannst du dir halt machen. Ne? Mhm. Und das wir ist sehen bei ja dem, schon eine dunklere Farbe. Und also da wirklich, da sind kleine rote Pünktchen drin mit drin. Wir können ja hier auch mal direkt an die Analyse gehen. Also das ist auf jeden Fall ein wesentlich kräftigeres, tieferes Farbbild, das wir hier haben. Hier haben wir zum Vergleich den Pimoli, den Tonoli. Der hier viel heller ist, also hier, Entschuldigung, das Spiel verkehrt. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber ein bisschen flüssiger auf jeden Fall. Wir haben nicht diese Steifigkeit, sondern wir haben eher eine Cremigkeit. Immer noch dicht und das auf jeden Fall, aber flüssiger. Ja, und das finde ich durchaus auch eben vorteilhaft, wenn du das aufs Brot machen möchtest, sparst du dir unter Umständen. Ich bin ja auch jemand, der gerne Aufschnitt drauf isst, eine Wurst oder so. Gerade das Schinkenwurst oder was, geht sehr, sehr gut mit Senf. Ist jetzt auch hier quasi ja schon Teil des Testdings. Da hast du den Vorteil, dass du manchmal, wenn du eben das Brot hast, den Senf draufkringelst, der grundsätzlich so gut verteilt ist, dass du quasi, wenn du die Wurst drauflegst, mit der Hand das ein bisschen flach drückst und dann optimal den Senf verteilt hast. Ja. Das ist bei diesen Bergen natürlich schwieriger, weil da musst du dann unter Umständen erstmal mit dem Messer noch nacharbeiten, wenn man denn möchte, dass der Senf gleichmäßig auf der Brotfläche verteilt ist. Ich mag auch eine gewisse Struktur. Ich mag, wenn der Senf ans Zahnfleisch geht. Wenn du wirklich so, du hast so einen Zentimeter Senf auf dem Brot und dann muss der wirklich auch den Kontakt bringen. Okay. Das mag ich dann schon auch. Wobei man ja dann ist es die Masse, mit der man das kompensieren kann. Absolut. Genau. Ja. Wobei man eigentlich ja sagen müsste, die Viskosität kann man eigentlich nur dann gut bewerten, wenn du wirklich die Wiener in das Glas einführst und dann den Mantel bewertest, weil je dicker das hier ist, desto dichter der Mantel und dann eigentlich gucken, ob das eine gute Portionierung ist eigentlich. Da gebe ich dir recht, ich glaube nur der Alltagseinsatz der guten alten Bockwurst ist dann ein bisschen anders, die tunkt man ja in der Regel nicht, sondern da macht man ja eher so einen Wischer und versucht das ein bisschen auf dem Äumel noch einen Klumpen über, so eine kleine Haube, die sich da bildet, weißt du, wie so eine, wie eine Schlange mit einem Kopf. So, ja, und da möchte man natürlich nicht, dass der rumklatscht, deswegen, da zieht man ja immer so ein bisschen großzügig durch. Ja. Ich werde das gleich mal demonstrieren. Ja, ja. Aber wir haben guck mal, es wird schon faltig. Bei deinem Bruder gesehen. Die Wurst, also Heißwurst altert schlecht. So, jetzt probier ich. Ach, du hast jetzt den, erzähl doch noch mal ganz kurz, warum du jetzt zum Holz gegriffen hast. Ich habe gehört, dass Metall mit der Säure vom Senf im Mund eine Reaktion auslösen kann, die den Geschmack verändern kann. Ob das jetzt irgendwie Pseudogourmet-Bullshit ist oder nicht, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mir hier mal ein Holzstäbchen dazu geholt. Damit kann man diesen Effekt anscheinend umgehen. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich dachte, es lässt mich einfach ein bisschen cooler wirken. Das tut es auf jeden Fall. Ich werde es jetzt nämlich direkt auch im AB-Vergleich mal checken. Also, Tomi, der absolute Klassiker. Der Breitenkämpfer in den Einkaufsregalen. Er riecht weniger säuerlich sofort. Das ist halt fast unmöglich zu bewerten, weil es halt wirklich einfach der Nonplusultra-Senf ist. Das steht halt im Duden neben dem Wort Senf, ist halt genau dieser Geschmack. So, daran muss man sich einfach orientieren. Was mir hier gut gefällt, ist, dass man ihn im wahrsten Sinne des Wortes quasi an die eigenen Bedürfnisse analog einstellen kann. Weil er dir sagt, pass mal auf, koste mich erstmal. Merkst du dieses leichte Zwirbeln, dieses leichte Reizen der Nase? Ist okay. Und bei Senf wissen wir ja, die Masse macht's. Am Ende des Tages sitzt du da heulend und kannst kaum noch was essen, weil die Schärfe stark ist. Ja. Und der warnt dich vor, gibt dir aber das Vertrauen, du kannst gleich noch einen Tropfen mehr nehmen. Und vielleicht noch einen. Du kannst dich dem langsam annähern. Ich fand's aber interessant, was dein Bruder gesagt hat. Der gesagt hat, der ist so harmlos. Ja. Und ich finde, das passt sehr gut, weil er drängt sich überhaupt nicht auf. Das ist wirklich so, da kannst du danach irgendwie noch auf einen Zungenkuss übergehen, ohne schlechtes Gewissen. So. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wohingegen jetzt zum Beispiel hier Tonoli oder ich glaube auch andere, die steigen da ein bisschen mehr ein. Ja. Also das ist kein Junggesellensenf. Das ist ein Senf für Leute, die im Leben stehen, die auch danach noch mal irgendwie mit Leuten reden müssen und so. Das ist ein Senf, für den muss man sich nicht schämen und dafür kriegt er bei mir Minuspunkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich will den Sündensenf. Ich will den Senf, wo man sich wirklich reinsteigert, wo man wirklich sagt, oh, kann ich das jetzt noch machen? So, aber er ist natürlich solide. Was soll ich da dagegen sagen? So, das ist wie wenn du, keine Ahnung, über Nutella redest. So, ja, das ist einfach ein Baustein dieser Gesellschaft. Ja. Darauf ist dieses Land gebaut, auf diesem Senf. Definitiv. Manchmal wackeliger, manchmal weniger, aber ich bin da voll bei dir. Was mir gefällt eben ist, um das noch mal einmal kurz in Worte zu fassen für mich, ich habe festgestellt, dass er weniger mit der Säure spielt. Er ist würziger, breiter aufgestellt. Er ist auf jeden Fall schärfer als der Tonolino-Tafelsenf. Das habe ich sofort gespürt. Und ist insgesamt in seinem Gesamtgeschmack
länger gleichwertig genau. prominent im Mund genau. und genau. taucht nicht in verschiedenen Ebenen sofort ab. Ja, der, das finde ich gut. Tonolino ist ein Gong ja. und das hier ist einfach so ein Wabern. Ja. So, das wabert mit, das hört aber auch irgendwann auf, aber ist auf jeden Fall breiter. So. Also ist es nicht breiter, ist es länger. Genau, aber das ist halt gut. Der ist, ist auch manchmal, spitz, aber ja. der ist lang. Das haben wir bei den Burgersoßen nämlich festgestellt, dass die manchmal so pur ganz gut schmecken. Das Problem aber ist, wenn die eben in einer Burger-Darreichungsform da sind, wo viele Konkurrenten um den Gaumenspitzenplatz kämpfen, dass du da dann das Problem hast, wenn du dich da zu weit, wenn du zu schnell dich verwässerst, dann bist du halt auch nicht mehr da. Hm. Du brauchst was, was sagt, alles klar, ich kann das alles abfedern, egal ob es gerade die Frikadelle oder die Tomate oder die Käsescheibe durchstoßen wird. Ich bin immer noch da. Und das, glaube ich, kann der ganz gut. Ich find's spannend, dass der echt fast schon ein Gegenentwurf zu dem Tonolino ist, wo der, glaube ich, also wo der Tonolino vielleicht der Experte ist, der Spezialist, wo du sagen kannst, okay, für dieses Eier mit Senf-Ding brauche ich genau den, ist der Tomi einfach wirklich so der Allrounder, der alles kann, den man wegsnacken kann, kannst du mitnehmen auf eine Brotzeit irgendwie mit Freunden, da meckert niemand. Das ist absolut richtig. Und das, finde ich, ist auch ein Gütekriterium und für mich auch etwas, was ich durchaus gutieren möchte. Ich suche ja immer noch den perfekten Allrounder, den ich eben allen empfehlen könnte, ohne dass die Leute mich danach nicht mehr besuchen. Guck mal, da unterscheiden wir uns. Das genau, den suche ich genau nicht. Ich habe, wie gesagt, ich will den Next Level Senf sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kindersenf, der irgendwie alle zufrieden stimmt. Ich will den Nischensenf. Das finde ich gut. Du willst halt den Trump unter den Senfs haben, ne? Das verstehe ich schon richtig. Ich weiß, so hast du es nicht gesagt. Genau das Gegenteil eigentlich. Ich will den nicht. Ja, gut. Ja, ich verstehe schon. Schwierig. Nein, lass uns diese Seitenstraße der guten Laune gar nicht aufmachen. Also, Tomi Senf, 200 Milliliter, 0,77 kostet die gesamte Tube. Tomi mit. Schwierig. Ja. Aber ich weiß schon, was ich gebe. Und ich werde es gleich vor dir sagen, aber ich werde dich eh überbieten, das habe ich bereits rausgehört. Also, der gute Tomi Senf schlägt mit 0,77, ist damit nochmal preisgünstiger als der gute Tonolino. Das ist halt. Ist er nicht. Das wird nämlich jetzt. Sorry, ich muss es zurücknehmen. Denn hier bin ich mal wieder dem guten alten absoluter Preis versus auf 100 Gramm gerechneten Preis. Ich meine, das ist halt, gibt eine Bewertung für Wasser, gibt eine Bewertung für Luft. Wie soll das gehen? Das ist halt diesen Senf. Das bist du aber ganz schön kritisch. Naja, nee, ich bin nicht kritisch. Ich sag nur so, den Senf, den kannst du atmen. Das ist halt so, der fließt in den Adern. Der ist da. Wie soll man das bewerten? Du kannst einen Fisch auch nicht fragen, was hältst du von Wasser? Das ist halt so. Ja, gut. Omnipräsent. Ja, was will man sagen dazu? Du gehst jetzt in so einen argumentativen Grenzbereich, aber ich meine Gott, warum denn nicht? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt brauche ich aber noch eine Zahl von dir. Ich habe meine bereits geschrieben. Ja, das sind 6. Oh, guck mal, das sind wir gar nicht so weit auseinander. Es ist ein grundsolider Senf. Ja. Aber wie gesagt, für mich nicht speziell genug. Für mich traut er sich nicht. Das ist halt wirklich so ein Crowdpleaser. Das ist einfach so, der spielt das Material, das er vor 20 Jahren schon gespielt hat, irgendwie. Da weiß er, da kriegt er die Lacher. Und klar, das ist nicht schlecht, das ist handwerklich gut. Es ist auch nicht leicht, die Hallen zu füllen. So. Da müssen wir auch gar nicht so abschätzig sein gegenüber Massenkonsum. Das finde ich nämlich auch. Weil er behauptet nämlich nicht, er gibt ja nicht vor, etwas anderes zu sein, sondern genau das will er. Und damit gibt er sich zufrieden. Ja. Und das ist eben genau diese, wie soll man sagen, das ist so der, die gesamte Gesellschaft ist darauf aufgebaut, auf diesen Leuten, die sagen, da wo ich bin, bin ich zufrieden. Und das, finde ich, ist ein Arbeiterklasse-Senf. Das finde ich sympathisch. Ich bin ihm dankbar, dass er Leute für Senf begeistert, aber ich habe keinen Respekt für Leute, die da stehen bleiben. Das ist richtig, wenn man da sagt, nee. Das muss dann weitergehen. Ja, da bin ich bei dir. Apropos weitergehen, wollen wir jetzt vielleicht mal zur Senfmühle übergehen, zur Historie. Weil ich glaube, das ist ein schöner, Kontrast. Das ist ein wirklicher Kontrast. Also, das ist eine historische Senfmühle. Und die legen großen Wert darauf, dass sie auf historische Weise Senf herstellen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Also, ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, da sind vielleicht irgendwelche Dickungsmittel, Konservierungsstoffe oder so in den anderen Sachen drin. Aber generell hat Senf ja eine sehr kurze Zutatenliste eigentlich immer. Also hier zum Beispiel Wasser, Senfsaaten, Branntweinessig, Salz, Gewürz, natürliches Kräuteraroma, Süßungsmittel, Saccharin. Fertig, okay. Das war's. Aber Süßungsmittel, das darf ich wahrscheinlich hier nicht erwarten. Nein, hier darfst du echten Zucker erwarten. Und der Unterschied zwischen Süßungsmittel und Zucker macht sich ja in vielen Nahrungsmitteln bemerkbar. Gerade in diesem leicht metallenen Abgang manchmal. Also ich denke an Leitgetränke und sowas. Jetzt bin ich umso gespannter, ob sich das möglicherweise, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ist mir auch nicht aufgefallen, ob der Zucker, der ja seinen Sinn und Zweck hat, hier zum guten. Ach komm, mach du. Es ist ein mittelscharfer Senf. Man kann in dieser Mühle ganz viele verschiedene Sorten kaufen. Wir haben uns hier aber für den mittelscharfen Senf entschieden. Hier in der Mitte steht es nochmal drin. Aber falls ihr hier dabei seid, seit 1810, also über 200 Jahre Senfkultur.
Und man kann dort in Köln auch bei der Senfmühle kann man auch Senf kaufen und sich auch ein Würstchen holen. Und jetzt sehen wir natürlich, das sieht natürlich ganz anders aus. Das stimmt. Also hier haben wir natürlich eine Struktur drin. Ich kann es gar nicht so ganz stark neigen, weil es tatsächlich relativ flüssig ist. Na, geht eigentlich. Also wir haben hier wirklich eine schöne Form. Wir haben einen schönen Ganzpunkt mit diesen roten Pünktchen drin. Also hier haben wir wirklich mal das erste Mal, kann man von Struktur reden. Ja. Man sieht die Körner, die eben nicht so durchgemahlen wurden, dass sie nur noch so eine Pappmasse geben. Oh, da sind wir wo ganz anders, Colin Gäbel. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich da. Aber das ist ein großer Unterschied. Was Senf ja, kann, Freunde, was Senf aber es kann. Hat ein bisschen was von Mama Muff Otter hat irgendwie den Keller geöffnet, oder? Es ist ein bisschen Opa unterm Arm, muss man ja, ne? sagen, aber das muss das ja muss nicht schlimm sein, dass absolut. Es schlecht schmeckt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist der Thunfisch-Effekt, oh, ne? wo du auch denkst, kriegst die Katze oder ich? Jetzt bin ich gespannt. Komm raus. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, den können wir auch ein bisschen großzügig einfach nochmal. Oh, ja, aber der wässert. Ja. Nee, wässert der? Nee, ich glaube, das ist nicht. Ja, also sagen wir mal, um zu deinem Wässern zu kommen. Ich glaube, das ist natürlich dann Teil der Wahrheit einfach, dass dieses Absondern der Flüssigkeit, ja, unterfällt dann, wann es soll. Das gehört irgendwie dazu. Das ist bei Frischkäse auch ganz extrem. Dass ja, du der ja. erste, wenn du das diese jungfräuliche Verpackung öffnest, du denkst, fantastisch, so soll es sein. Und der wird natürlich immer so ein bisschen brüchiger. Und das Wasser setzt sich ab. Und in der Regel schafft man es dann auch spätestens nach dem zweiten Brot am nächsten Tag nicht, ohne sich mit dem Wasser zu bekleckern, wenn man vorher nicht gemischt hat, und das ist eben das Geheimnis, selbigen zu essen. Aber man kann ihn natürlich durchmischen, um dann das optimale Verhältnis wiederherzustellen. Jetzt bin ich gespannt. Boah, ich bin richtig gespannt. Magst du mir vielleicht mal einmal ein Glas mit Wasser geben? Denn ich glaube, jetzt langsam wird es Zeit, so ein bisschen sich zu neutralisieren. Und gerade diesem Senf möchte ich natürlich nicht Unrecht tun, indem da vielleicht noch so der Tomi, der ja eben so ein bisschen der Big Mac unter den Burgern, ne? Das ist der Tomi unter den Senfsorten. Aber das könnte vielleicht echt ein Favorit sein, weil ich mag tatsächlich Sachen, die auf den ersten Blick so ein bisschen ekelhaft sind. Und wo man so ein bisschen denkt, da muss man sich überwinden. Irgendwie auch irgendwie Mate oder so, wo viele sagen, kann ich gar nichts mit anfangen. Man muss sich da durchboxen. Vielleicht können wir dem gar nicht gerecht werden, weil das einfach so ein 200-Jahre-Senf ist. Den musst du 200 Jahre lang einfach genießen, bis du irgendwann an dem Punkt bist, wo du ihn wertschätzen kannst. Das kann sein. Das ist ja bei Steaks jetzt auch Teil der Kultur. Dass man sagt, die einen schmeißen es in Biomüll, die anderen sagen, ich gebe dir 1000 Euro dafür. Ne? Colin, gut Senf. Ich probiere jetzt auch mal einmal hier das mit dem kleinen Stäbchen. Also, meine erste Assoziation war Vollkornbrot. Total, ja. So Pumpernickel-Gedöns, ja. Ich nehme noch mal einmal jetzt mit dem, das muss ich nämlich wissen. Korkig, ledrig. Relativ säuerlich. In der Würzbreite ist da nicht allzu viel. Man hat dieses, also das, was man sieht, spürst du natürlich auch im Mundraum, dass da so eine gewisse Reibigkeit noch da ist. Das Stück. Genau, ja, genau. Das ist die Struktur, ich weiß nicht genau, Senfkörner wahrscheinlich im Senf. Aber es ist wahnsinnig brotig. Total brotig. Wow, ne? Also das auf Brot, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist wie Tomaten mit Ketchup. So, das ist ja völlig absurd. Wenn du jetzt gesagt hättest, April, ich habe dir gerade Vollkornbrot in Wasser eingelegt und mit Essig und Salz begossen und das püriert, hätte ich gesagt, ach, ich hätte gedacht, du hättest mir historischen Senf dargereicht. Ich finde das sehr ähnlich. Wohin mit dem Senf gerade? Wohin damit? Finde ich schwierig. Ich meine, jetzt ist aus Blickwinkel des Normalo-Senfs, den wir gerade hatten, den ich ja durchaus auch dem ich sehr wohlgesinnt bin, ist das jetzt noch, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, lass uns mal wieder nach Köln fahren, Schatz. Ich muss jetzt mal mit der Wurst noch mal gegenchecken. Vielleicht will der Wurst, er sieht als ein bisschen. Aber der will echt nicht viel. Ich dachte, da kommt jetzt eine Explosion. Ja. Aber das ist wirklich, das ist eine kleine Wunderkerze. Das stimmt, ja. Und niemand hat gesagt, der älter als 2 Jahre ist. Papa, gib mir die Wunderkerze und nicht die Silvesterrakete zum Anzünden. Außer du knibbelst das Pulver ab, tust es in den Tischtennisball und zündest es dann an. Dann ist geil. Gut, mit der Wurst kommt er nicht super scheiße. Oh Gott, wir sind gerade bei Senf 3 und ich habe schon eine Wurst runter. Fast. Obwohl den schäbigen Pockenknobbel habe ich ja zur Seite gelegt. Also, das Witzige ist, dass einem in Kombination mit der Wurst das Brotige das Gefühl gibt, dass die Sättigungsbeilage mitgegessen wurde. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Als Beilage, als flüssige Beilage, ja. Das kann ich jetzt schlecht bewerten, aber ich habe das, also es ist komisch, aber es schmeckt nicht wie ein moderner Senf. Es hat irgendwie was. Historisch, das klingt blöd. Vielleicht müsste man manche Senfe auch blind verkosten, weil jetzt hast du natürlich Assoziationen. So, du denkst an Oma, stell dir den hin, 200 Jahre, was ist da passiert eigentlich in der Zeit? Ja. Was haben die damals für einen Senf gegessen? Was hatten die für Ansprüche an Senf? Absolut. Ist der Anspruch heute nicht höher?
Sichere Lebensmittel wurden seitdem zum Beispiel erfunden. Ne? Also, auch er gewinnt definitiv durch die Wurst, aber ich möchte jetzt weder der Wurst noch dem Senf Unrecht tun, weil natürlich diese Geschmacks- und Würzkomponente, die die Wurst mit reinbringt, könnte man drüber diskutieren, ob die nicht auch schon im Senf ein bisschen angelegt sein sollte. Aber wir sind hier fast bei einer anderen Kategorie Senf. Ich habe das ganz schwierig. Also, wenn man das mal sich auch anguckt, bildlich, dass da wirklich das nicht mehr wahnsinnig viel miteinander zu tun hat. Das eine strukturbraun, das andere wirklich knallgelb daraus. Ja, und ich weiß, ich werde die Puristen da draußen, ich guck mal in Check, was ihr sagt. Der muss erst gehen, das ist wie beim Wein. Aha. Gut, das war jetzt nicht die Antwort, nach der ich gesucht habe. Ja, es ist enttonen und die Nase muss ziehen, das zieht allerdings sehr schnell in die Nase. Also, ich würde den tatsächlich. Der zieht null. Nee. Er ist mir schon brotig. Er ist brotig, er ist sehr essig, sehr, sehr sauer, wenig Schärfe. Ist nicht meins. Und damit mag ich mich jetzt outen als jemand, der sagt, warum nimmst du nicht den super geilen, das Edelsteak, warum nimmst du wieder das billige Standardding? So, um beim Fleisch zu bleiben. Oder um einen anderen Vergleich zu zitieren. Warum trinkst du denn Krombacher und nicht das super geile lokale Edelmönchsbräu aus Bad Sackheim Beutlins Todeskeller oder so? Was nur einmal im Jahr blüht, wenn der Mohn selbiges tut. Also, tut mir leid, ist nicht meins. Würde ich mir jetzt so nicht kaufen. Und es tut mir sehr leid für die historische Senfmühle. Aber die hat länger überlebt, offensichtlich, als ich. Insofern. Aber das sind echt Welten. Also, das ist echt krass. Ich hab überlegt, kann man da überhaupt so viel dazu sagen? Gibt es so viel Unterschied zwischen Senfen? Aber das ist eine Dimension. Also, da liegen locker 200 Jahre dazwischen, zwischen den beiden Senfen. Und ich würde fast so weit gehen, wenn das jetzt eine Blindverkostung wäre und ich hätte keine Ahnung, welche Art von Produkt wir überhaupt essen, dass ich nicht ganz sicher bin, wenn ich den Tomi vorher gegessen hätte und dann den, dass ich da gesagt hätte, ja klar, ist auch ein Senf, halt ein ganz anderer, aber ist ein Senf. Wollen wir am Ende alle Senf zusammenmischen und den ultimativen Senf kreieren? Ja, das wäre so nett. Wir brauchen die Süße von dem und die Schärfe von ihm. Ja. Das Porige vom Historischen und das Cremige vom Tomi. Ja, und dann hast du plötzlich wirklich das geile Ding. Und plötzlich fusionieren da Firmen. Ja. Und wir kriegen nichts davon ab. Und irgendwann bei Wikipedia in 100 Jahren steht dann, die Erfolgsgeschichte von der historischen Tomi-Mühle wurde begründet jahrelang stritten sie um die Rechte, bis sie ihr letztes Hemd gegeben hatten. Doch mit dem billigen Senf nur noch ihre Lebensmittel. Ich glaube auch, wenn Coca-Cola und Pepsi sich zusammentun würden und das einfach mischen würden, wäre es die perfekte Mühle. Das kann sein, ja. Also, es tut mir echt leid. Ich bin mit großer, großer Erwartung an den historischen Senf gegangen. Und er hat wahnsinnig viele Sympathiepunkte. Das waren nette Leute da. Das war ein cooler, kleiner Betrieb mit der Mühle. Ich weiß auch nicht genau, was da gemühlt wird. Finde ich gut. Aber ich gebe eine 2. Sorry. Ich habe noch eine Gnaden 3 gegeben. Aber im Prinzip bin ich auch. Aber ich neige dazu halt ein bisschen moderater zu sein. Ja, ich möchte aber dazu jetzt wirklich hinzusagen: Es gibt auch bei dieser Senfmühle 20 verschiedene Senfsorten. Da ist wirklich für jeden was dabei. Vielleicht ist das auch so ein Spezialding, wo man seinen Senf finden muss. Vielleicht ist gerade bei solchen historischen lokalen Senfen der Mittelscharfe da einfach nicht die richtige Wahl. Ja. Das kann schon sein, dass die eher dann eine Spezialisierung haben auf ihren Fenchelsenf, auf ihren Limettensenf, auf ihren kräuterscharfen Supersenf. Weil ich glaube, das Ding ist, mir fehlt hier vor allem die Schärfe. Aber wenn ich jetzt da hingehen würde und sagen, ich nehme den Scharfen, vielleicht gleicht sich das dann wieder aus, dass man dann einfach, dass die Mittelscharf anders definieren. Vielleicht war das vor 200 Jahren anders definiert. Es sind viele Hürden hier im Weg. Das mag sein, aber da sagen natürlich dann die Konkurrenten zu Recht, aber halt, stopp. Wenn du es schärfer willst, was du bei mir gerade bemängelt hast, dann nimm doch mich als scharf. Genau. Das kann ja nicht sein, dass der historischen Senfmühle plötzlich ein Boni gegeben werden, die bei den anderen abgezogen werden. Das machen wir natürlich auch nicht. Wir sind hier bei Löffel, Messer, Gäbel. Beim großen Senftest, der jetzt mal ganz kurz in die Pause geht. Wir spülen kurz unsere Gaumen durch und dann sind wir weiter am Start. Und ich würde sagen, danach, um so mal ein bisschen die Spannung hochzuheben, nehmen wir den, wovon ich erwarte, dass wir wieder einen krassen Gegensatz haben, den Ikea-Senf. Ja, okay. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Löffel, Messer, Gäbel. Die Angst ist mit der große Senftest mit Florentin Will hier. Vielen Dank. Wir haben gerade versucht zu verdauen, dass unsere Erwartungshaltung an die historische Senfmühle nicht ganz getroffen werden konnte, wollten aber jetzt mit dem schwedischen Ikea-Senf quasi vom kleinen Senfmanufakteur
Ja. Falls es das Wort nicht gibt, habe ich es mir gerade ausgedacht, zu dem ultimativen Massenprodukt geben. Denn IKEA ist ja, glaube ich, auch der größte, ist das nicht der größte Restaurantanbieter? Oh, das kann sein. Irgendwie so? Den kennt man wahrscheinlich am ehesten vom Hotdog-Stand, ne? Ja. Dass man den sich da drauf drückt. Manche holen sich das vielleicht auch separat. Tatsächlich wurde ich darauf hingewiesen, zumindest ist es im Forum mal angeklungen, dass das kein mittelscharfer Senf ist. Ich konnte dazu nichts finden. Hier steht einfach drauf Senep, mild. Ja. Und ich habe jetzt mild mal als in der Mitte irgendwo interpretiert. Von daher, vielleicht sprengt er jetzt so ein bisschen den Rahmen, aber da bin ich bereit, mich darauf einzulassen. So, wir machen jetzt hier mal den Spritztest. Achtung, es geht los. Hier natürlich schön in alter Imbissbuden-Manier. Da ist wahrscheinlich. Ja, du musst erstmal aber nach unten pupfen. Na, oder ist da noch so ein Zettel drin? Ist da noch so ein Hilfe, ich bin in der Senffabrik gefangen, Zettel drin? Oder hast du vorher, du hast doch vorher die Plastik-Ribbelkante abgerissen, oder nicht? Ich glaube, der klumpt sich da einfach noch in die hinteren Winkel, weil er nicht nach draußen. Nein, ich habe da ordentlich gedrückt. Er hat da noch nicht ausgeschlafen halt. Oder 440 Milliliter sind sehr relativ. Bats! Ah, oh ja. Guck mal. Wesentlich dunkler, als ich dachte. Ich dachte, der ist richtig knallgelb. Wahrscheinlich, weil ich an die Verpackung gedacht habe. Aber guckt euch das mal an. Das ist eine interessante Farbe. Das ist auch eine ganz feine Wurst. Das ist so wie diese Würmchen am Sand. Ja, Wattwürmer, Strand, ja. Ne? Die immer diese kleinen Köttelchenstreifen hinter sich herziehen. Also, kann man jetzt überhaupt noch ein Geruchsbild machen von. Ja, die historische Senfmühle mag ich. Historische Senfmühle, aber ich halte große Stücke auf den tatsächlich. Ich bin super gespannt, weil meine Erinnerung an die besagten IKEA-Hotdog-Gänge ist tatsächlich immer die, du musst dir von allem doppelt draufknallen, also auch die sogenannte Mayonnaise oder Snacksoße oder wie die nennen und den Ketchup, weil das alles quasi so geschmacksarm ist. Das ist nur durch Masse. Ja, ich nehme meinen eigenen Teller. Tatsächlich. Und hier ist auch Zucker, sorry, ganz kurz, direkt die dritte Zutat. Okay, was nicht schlecht ist. Na, es kommt halt darauf an, was du möchtest. Bei Schokolade wäre ich bei dir. Ich finde auch das perfekte Hotdog-Verhältnis zwischen Senf und Ketchup hat man dann, wenn man Senf gerade zieht und Ketchup zickzack. Weil du willst ein bisschen mehr Ketchup als Senf und Senf gerade und das Ketchup ist richtig zickzack. Smart. Probier's mal aus. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ein guter Trick. Dann hast du bei jedem Bissen das gleiche Verhältnis und immer ein bisschen so ein 2:1. Genau. Das ist sehr smart. Mhm. Ich habe immer mit doppelreihigen Autobahnen gearbeitet und dann suppt es natürlich irgendwann deutlich mehr. Nee, das ist geil. Danke dir. Habe ich ja richtig was gelernt fürs Leben heute. So. Ja. Ja, der ist super süß. Ja. Der geht schon fast in süße Senfrichtung. Ja, den kostet rein mit dem Rätsel jetzt hier, ne? Also. Nee. Den können wir eigentlich hier gar nicht testen. Der ist super süß. Aber auch nicht super süß geil. Der hat kenn ich gar nicht. Süßen Senf, aber dann nicht in dieser körnigen Variante, sondern in dieser Schliersuppe. Der schliert hier auch gut aus. Mhm. Es gibt, ich bin ja ein großer Fan von, ich liebe so Honigsenf. Honigdill-Senf, so diese Soßen- und Senf-Varianten. Und da ist manchmal auch, wenn da zu viel Zucker drin ist oder zu viel Honig, wie auch immer, dann sind die mir zu süß. Das ist das, was man schnell übertreiben kann. Und ich finde den hier gerade echt zu süß. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben hier Kurkuma, Kardamom, Koriander, Zimt, Gewürznecke. Also wir haben hier einen halben Spekulatius mit drin. Aber der Zucker ist natürlich. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, weil das ist ein Hotdog-Senf. Ja. Den muss man eigentlich auf einem Hotdog probieren. Aber ich finde es spannend. Das ist sowieso. Ich finde es. Ich bin nicht ganz so abgeneigt wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, kann natürlich sein, dass er disqualifiziert wird wegen zu hoher Süße. Also, hier sagt er wirklich ganz schnell: Pass mal auf, der kommt gemeinsam, der sagt: Hey, die Wurst sagt, ich bin super hart, ich bin super cool, wer bist du denn? Ich bin der Senf, ich bin auch super hart, ich bin auch super cool. In dem Moment, wo beide sagen: Alles klar, ab in die Arena, verdünnisiert sich der Senf im wahrsten Sinne des Wortes, sagt: Tschüss, Warum? Weil er keine Schärfe hat. Die Schärfe ist das, was der Senf als einziges zu vielen Gerichten hinzuschießen kann. Der Hotdog, da hast du die Schärfe hast du nur beim Senf und das kann er nicht delivern. Komisch eigentlich, weil ich dachte, dass er mehr ein Teamplayer ist, gerade wenn er als Hotdog-Senf angedacht ist, dass er dann eher die Schärfe übernimmt. Ja, nix, also er nimmt auch die Süße wirklich nur auf Anhieb, gerade mit der Wurst. Das war ganz kurz, hast du das Gefühl, ich bin im Candyland und dann ist das weg. Aber und dann musst du das eben wieder mit Masse nachbessern. Das ist das, was ich meine. Hier ist der doch gelber, oder? Also ich komme auf die Farbe gerade auch gar nicht klar. Der ist doch gelber. Nee, ich glaube, du verwechselst ihn gerade mit der Mayonnaise vielleicht. Weil die ist nämlich so zwischen Weiß und Gelb in so einem Niemandsland zu verorten. Aber ich bin ein bisschen angeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf eine komische Art. Auf eine Art, die mir nicht gefällt. Ja, aber das ist das Schlimme. Da sind wir nämlich wieder dabei. Weil es süß ist. Ja, und da kommst du dann doch mit der Zickzackleiter, glaube ich.
Ja, dann hast du halt zwei Zickzackleitern, musst du eigentlich legen, oder? Ich bin kurz davor zu verweigern, hier eine Wertung abzugeben. Ich tue ich auch, weil er einfach weil es einfach was anderes ist. Ja. Es ist wirklich einfach was anderes. Ja. Also, da hatte das Kannst du nicht vielleicht empfehlen. Tatsächlich doch recht. Es ist kein mittelscharfer Senf. Er ist einfach nicht scharf, er ist sehr süß, aber nicht schlecht. Ja. Nee, aber würde ich auch sagen, der ist so ein bisschen so weit weg von dem Teilnehmerfeld. Das ist, hier kann man keine präzise und faire Beurteilung abgeben. Der müsste zu einem anderen Zeitpunkt dann reinkommen. So, ich greife mal zu dem Ja-Senf, glaube ich, kennt jeder die ganz klassische Senfform. Wahnsinnig billig, glaube ich, 20 Cent oder sowas. Also oh ja. Wirklich lächerlich billig, wenn man sich das mal anguckt. 33 Cent, also unglaublich billig. Ja, das ist der Kampf der Billo-Marken. Ne? Die sind nämlich alle gleich, das haben wir schon häufig festgestellt, ja. Dass die Discounter, die bekämpfen sich auf den letzten Nachkommastellen ja. Centbetrag. Du kannst ja von deinem, wenn du nur 5 Euro Taschengeld hast, kannst du dir 15 Gläser Senf kaufen. Mhm. Das reicht. Stichwort Glas. Aus ja. der Tube kannst du schlecht trinken ja. hinterher. Aber das ist jetzt auch kein attraktives Glas zum. Nee, aber das, da. Oh, komm, oh, und schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob du das einfangen kannst. Hier wird ordentlich gewässert. Ja. Ja. Ja, guckt euch das an. Oh, da wird richtig schön gewässert. Ja, vielleicht ein bisschen länger gestanden, ne? Das kann sein. Da wird gut gewässert. Aber ich bin da auch echt nicht. Also, es ist natürlich ekelhaft, aber mit dem Messer rein einmal durchrühren, da hat sich die Sache auch erledigt. So. Ja, genau. Das mache ich nämlich jetzt hier mal einmal kurz in den Reibeboy. Magst du mir vielleicht in der Zwischenzeit oder parallel noch ein Würstchen auftun? Gerne. So, wo ich weiß nicht, ob der ist ja ausgegangen. Der. Das ist nicht schlimm. Wenn die so ein bisschen ziehen, die Heißwürstchen, dann reicht das auch. Ja. Bei uns in der Familie hieß es übrigens nicht nur Heißwürstchen, sondern auch Schlurribumbis. Und die hießen Schlurribumbis, weil wir ein fantastisches Kindermärchen hatten. Früher eine Platte, die Töpfchenhexe rettet das Geld. Und die hat einen Kater und der hieß Schlurribumbi. Und aus irgendeinem Grund hießen die Würstchen bei uns Schlurribumbi. Finde ich nicht großartige schlecht. Geschichte, um diese Töpfchenhexe rettet das Geld. Solltet ihr euch mal auf den Zahn legen, wenn ihr die irgendwo bekommt. Ist aber ganz schwer zu bekommen. Wenn die jemand zu Hause hat und mir schicken möchte, sehr gerne. Unsere Platte ist nämlich irgendwann kaputt gegangen. Fantastisches Gericht zum Thema Senf, das ich mal bei dem Freund gegessen habe, ist dann Wurst mit Senf. Ist Kartoffel. Ei und Senf gemischt. Kartoffelei-Senf. Das hieß dann auch irgendwie so, so Gift oder sowas. Die hatten so einen eigenen Familiennamen dafür. So Senfeier, ist das nicht schon fast so? Senfeier. Also es gibt bei uns in der Kantine in der Amanderstraße immer Senfeier. Mhm. Und das habe ich auch mal gedacht, da schmeißen die dann eine Packung hart gekochte Eier und einen Topf Senf dazu. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das ein Kartoffelgericht mit Eiern und Senf, wo alle immer es lieben, außer mir. Weil ich hab's auch noch nie probiert. Ich tue dem unter Umständen extrem Unrecht, aber für mich klingt das so unattraktiv, dass ich keinen Bock drauf habe. Nee, du musst da mehr Respekt vor dem Senf haben. Ich weiß nicht, ob ihr es einfangen könnt, aber ich habe hier jetzt schon so einen Wasserfilm. Guck mal, so einen Wasserfilm, dass es hier schon direkt runtergelaufen ist. Ich glaube nicht, dass man das einfangen kann. Aber hier ist so ein ganzer kleiner Wasserstrom, der hier schon runterrinnt. Also wir haben ja einiges an Wässern. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe übrigens eben, jetzt werde ich noch mal genau drauf achten, zwischen dem guten alten. Also er hat wieder das leichte Nasenbürzel, ne? Super essig. Ja, super sehr, sehr essig. Mhm. Ja. Ich werde jetzt noch mal drauf achten, auf diesen Vergleich zwischen Holz. Ja, du hast ja recht. Weißt du, ich komme aus dem Brüderhaushalt, ne? Da ist das halt so ein bisschen, naja. So, jetzt probiere ich doch mal. Ja, sehr sauer. Mhm. Sehr sauer, sagst du nach unten weg. Deutlich weniger Schärfe. Ist auch am Schluss eher so, dass du das Gefühl hast, die Säuerlichkeit beträufelt den Mund. Und man hat das Gefühl, die Schleimhäute und die Zunge, alles zieht sich so ein bisschen kurz zusammen, weil die nicht damit klarkommen, mit diesem Säuregehalt. Und die können dann gar nicht die Schärfe, die tatsächlich hinten raus noch vorhanden ist, gar nicht mehr aufnehmen. Das ist aber ein klassischer Mundkoffer-Senf. Also danach möchtest du nicht zum ersten Date gehen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich eigentlich den Sicherheitsabstand zu dir absolut. Erweitern muss. Absolut. Vor allem, das ist keine Harmonie. Das ist einfach so, erst sauer, dann scharf, dann noch ein bisschen hinten raus. Ich will eine Sinfonie, ich will eine Harmonie. Ja. Ich will, dass alles gleichzeitig ineinander greift. Das ist wirklich so nacheinander irgendwie. Ganz merkwürdig. Ein chronologischer Senf. Ja. Nee, der ist mir auch ehrlich gesagt zu säuerlich. Ich habe nämlich jetzt noch die Erinnerung an den sauren Säuerlichkeitszug, der mir durch den Gaumen gerast ist gerade. Ja, der ist super sauer. Ich muss ja einmal mit dem vergleichen. Wie gesagt, ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass jeder Senf auch seinen Platz hat. Ne? Ja. Also so ein Essigsenf, zum Beispiel für eine Salatsoße oder irgendwie sowas in Richtung. Da glaube ich, kann der gut funktionieren, weil der da irgendwie die Säure übernimmt und noch einen Hauch Schärfe mit reinbringt. Weil es ist ja nicht nichts da. Das kannst du nicht sagen, dass nach der Säure gar nichts mehr kommt. Das ist ja nicht der Fall. Also was ich erstmal bemerkenswert finde, ist, dass auf der Schärfeskala bisher meiner Meinung nach der Tomi am schärfsten war. Der ist so ein bisschen der zweite jetzt, von denen, die wir bisher verkostet haben. Die sind alle nicht so scharf. Ich habe das Gefühl, die sind eher so mittelscharf. Ja, aber das ist halt der Ja-Senf. Ne? Der will natürlich, da sind wir wieder beim Volkswagen. Das ist halt so. Ja, aber das ist nicht der Volkswagen, das ist ein Einkaufswagen. Ja. Damit kommst du auch nicht zur Arbeit. Ja, dass du sagst, ey, wieso mein Kia ist doch auch nicht schlecht. Mhm. So, ne?
Keine Ahnung, vielleicht ist Kia auch das ist mittlerweile das geilste Auto der Welt. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Aber guck dir das aber, das ist diese Senfhaube. Ja, also man könnte es durchtunken. Guck mal, das ist doch die Flagge, wenn du ein Land gründen würdest. Ist das, sind das doch die Flaggenfarben, ja, oder? Absolut. Dieses Ocker und das Braun. Dann gibst du dem noch zwei Augen und eine Nase und einen Mund, dann hast du das Maskottchen gleich mit, dass dir so wie in virtuellen Erklärungsfilmen den Neubürgern erklärt, die Währung erklärt, ja. Aber das ist schön. Das ist ein bisschen so, das ist so ein bisschen Donald Trump-Style, oder? Guck dir aber wirklich hier. Ich stell dir mal vor, hier, ich halt's mal einmal so. Jetzt Satire-Alarm, könnt ihr kurz Satire einblenden? Hier, ich biete euch hier was an. Vielleicht zoomen wir mal so nah dran, dass ihr davon einen Still machen könnt. So, ich gehe nochmal aus dem Kopf. So. Ja, das ist eure Vorlage, um jetzt fantastisch. Und noch so einen roten Schlips, blaue Jacke und so ein Wutgesicht. Ja. Herrlich. Jetzt bin ich gespannt, weil der kommt durch. Der kommt durch. Im Gegensatz zum Ikea-Senf und auch die Mühle kommt der echt durch. Aber der bahnt sich seinen Weg, wirklich. Aber für mich trotzdem ermogelt er sich den Weg ein bisschen, weil er halt sagt: Oh, alle Straßen sind besetzt durch die Wurst. Aber die Säuerlichkeitsallee, da kommt man ja noch gut durch. Ja, und das ist meine Straße. Das ist die Rettungsgasse eigentlich. Ja. Eigentlich ist es assi, da durchzufahren. Ja. Absolut. Weil das ist nicht faires Play. Wenn ich Senf erwarte, will ich nicht sagen, ich möchte gerne Essig trinken, sondern ich möchte die Schärfe und Würzigkeit haben. Mhm. Mhm. Nee, tut mir leid. Das kann ich in diesem Fall auch nur. Für mich ist das die 4. Ein weiteres Mal. Müsste ich noch mal mit der anderen 4 nachher quer vergleichen, um zu sagen, tue ich vielleicht einem der beiden Kandidaten Unrecht, aber. Und hier, 0,13 zu den 3,12 vom historischen Senf. Also Preis pro 100 Gramm 13 Cent und hier 3 Wahnsinn. Euro pro. Also unfassbar, was Senf für eine Bandbreite hat. Da würde ich mal direkt sagen. Du gibst dir was? Was gibst du? Ich gebe hier eine 4. Mehr kann ich nicht tun. Mehr ist nicht drin. Aber ich werde jetzt mal direkt, während du noch anschreibst, was gibst du? Ist die 3. Ja, es ist. Ich habe die Differenzierung noch nicht mehr. Der Tonolino. Ich würde jetzt gerne mal einen weiteren. Ja, den Tonolino. Ja, 4. Mit 4 bin ich zufrieden bei Tonolino. Ja, weil der ist besser. Tonolino ist besser als das. Das müsste ich gleich noch mal probieren. Weiter geht's. Jetzt machen wir. Oh, ich nehme jetzt mal einmal den gut und günstig. Wir sind im Billigsegment. Ja, gut und günstig ist von Edeka. Lass uns die abhaken. Oh, hier kommt aber jetzt schon Sumpfwasser mit raus. Das muss ich mal. Ist es mir nicht aber vielleicht muss man das schütteln. Guck. Nein, wo drauf? Wo soll es fallen? Nicht auf mich. Hier. Da kommt nämlich das Senftröpfchen raus, der kleine Lusttropfen, der als allererstes sich den Weg bahnt, ehe er von der gelben Wurst gefolgt wird. Das hat man hier gut gesehen, ich weiß nicht, ob man es auch gesehen hat. Oh, hier natürlich haben wir das Schöne, was ich ja gerne mag. Du hast hier einen Garnierspritzaufsatz. Oh, was im Umkehrschluss bedeutet, das kann ich euch jetzt demonstrieren. Ja, schön. Eine leichte Sternform gibt dir das Gefühl von, oh, da hat aber ein Sternekoch in der Küche gestanden. Mhm. So. Uiuiuiuiuiui. Ich glaube, hier können wir unseren Säurekönig haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, das ist echt schon fast so Essigreiniger. Also vom Geruchsbild her. Also das ist wirklich so ein Bart vorm ersten Date irgendwie. So riecht das. Ja, tatsächlich noch. Ja, aber ich sag dir, der geht hart in Konkurrenz mit dem Ja-Senf. Wenn du den Schnuppertest so im A-B-Vergleich machst, soweit das so ein Teller natürlich jetzt noch zulässt. Weißt du, wovor ich am meisten Angst habe? Dass das alles der exakt selbe Senf ist und wir uns hier einfach abfummeln an, mehr Säure, weniger und irgendwie sagt, nee, das ist dieselbe Firma. Bei denen wäre ich jetzt auch nicht sicher. Die Glaubwürdigkeit verlieren. Ich sehen auch von der Farbigkeit, die Farbe, wenn man das nochmal einfangen möchte. Das hier ist der frische Sternspritzer aus dem Hause Gut und Günstig, beziehungsweise Edeka. Das ist der Ja-Senf aus dem Hause Rewe. Das ist ein anderer Senf. Das ist. Wow, schmeckt gar nicht so sauer, wie er gerochen hat. Ei! Der schmeckt ja scheußlich. Der schmeckt ja wirklich ganz anders. Der hat so eine komische Herbheit. Das kommt da gegen Ende noch mal raus. Ich fand gerade auf Anhieb war das ein Geschmack, wo ich sage, den hatte ich aber heute noch nicht im Mund. So weit bin ich dabei nicht. Und also, nimm mal einen größeren Löffel, das empfehle ich dir mal. Ein etwas größeres. Boah, das ist aber wirklich, als ob da eine sauer Essigparty im Mund stattfindet. Mhm. Und das Ganze wird ja aber in Plastikschüsseln gereicht. Ich kann es gerade nicht besser. Der hat einen ganz speziellen Geschmack. Ja, ja. Das ist eine Plastikgabel. Ja, also eine Plastikgabel. Also, ob da eigentlich draufsteht, bitte mit 150 Milliliter Wasser verrühren. Ein Konzentrat. Ja. Weißt du? Genau, ich habe mich an Essigkonzentrat zurückerinnert gefühlt. Ja. Also, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich heute verkostet habe hier. Das ist überhaupt nicht meins. Also, das ist so intensiv. Gut. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich jammer immer gerne rum, dass die weniger intensiven Kandidaten dann in Kombination mit der Wurst ihren Geschmack, ihre Identität sofort verlieren. Aber das ist mir einfach viel zu krass. Das ist kein Senf, wo man nachts aufsteht, um sich ein Löffelchen zu gönnen.
ist ein bisschen teurer. Was? Der ist teurer als der Yasin? 47 Cent. Krass. Und damit sind wir bei 0,24. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Weißt du, was ich gerade, glaube ich, getan habe? Du hast den falschen Senf gegessen? Möglicherweise. Nein. Ich dachte mich gerade, es schmeckt gar nicht so schlecht. Also jetzt in der B-Probe. Ach so. Deswegen werde ich ihn noch mal hier. Nur um ganz sicher zu gehen. Weil das hatte ich als den Solokünstler hatte ich dann anders in Erinnerung als Teil der Band. Und das kann manchmal sein. Oh, da kommen ultra strange Kombinationen zusammen. Ich habe mich tatsächlich vertan. Ich finde den richtig, der hat eine Bitterkeit, die mir überhaupt nicht gefällt. Der hat als ob du so da kommen Dinge um die Ecke. Traubenmost mitbekommst. Also da kommen gerade in Kombination kommen da Dinge um die Ecke mit denen, die hat niemand eingeladen. Absolut. Also das ist nicht das, was ich erwarten würde beim Senf. Nee, ist nur eins. Also das ist genau, eins, bin ich bei dir. Also ich wage zu bezweifeln, dass wir die 0,5 heute noch hier zücken müssen, aber das tut mir echt leid. Das war ja scheußlich. Jetzt würde ich gerne mal einen vorschlagen. Ja, und zwar würde ich dem gerne meinen aktuellen Favoriten nachlegen. Sag mir erst, welcher es ist, und dann sage ich dir, ob wir ihn in der Form. Mein aktueller Favoriten sind seit ein paar Monaten, ist der gute alte Kühne. So. Ja? Das ist auch mein Favorit. Nein! So. Colin, herrlich. Ja. Kühne, Freunde, endlich mal jemanden zu treffen. Es ist tatsächlich so, wow. Dass der Kühne. Ich bin nicht beruhigt. Okay, also, beziehungsweise, dann ich hätte ich sagen, gedacht, lassen wir es probieren wir ihn. Das ist tatsächlich witzig. Weil ich habe den irgendwann auch mal notgedrungen gekauft und gar nicht drüber nachgedacht und gemerkt, oh, der schmeckt mir aber eigentlich besser so als der Tomi, den ich so auch jahrelang hatte. Kühne, schöner Kühne-Senf, mittelscharf, schöne gelbe Farbe, da suppt nichts, das ist alles absolut solide. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Bisschen. Und auch hier eine Stockigkeit, eine Festigkeit. Ihr seht hier die Kante. Die Kante bleibt bestehen und das ist ja das, was ich mag, dass du so ein bisschen so eine gewisse Wackelpudding-Festigkeit auch hast. Ich mag das ganz gerne. Ich mag das ganz gerne. Ja. Ich bin auch, glaube ich, eher ein Streicher als ein Tunker, was das angeht. Guck mal, da kann man hier fast so die Sedimente sehen, die Rudimente, die sich hier anbahnen. Guck mal, da hast du sogar so eine kleine Luftbläschen. Ja, ja. Also der hält seine Form, der ist stabil. Der will dir das Gefühl geben, jedes Glas wurde einzeln geschlagen und abgefüllt. Ja. So, ne? Das ist das, was hier so gratis mitkommt. Das stimmt schon. Na dann. Ja. Das Erste, was kommt, ist diese Anbahnung von Schärfe. Wieder dieses, ich warne dich vor, du weißt Bescheid, genieß mich, wie du es für richtig hältst. Und das finde ich gut. Der ist lecker. Was ich an dem so mag, ist, dass er so schön breit senft. Dass er sich wirklich auch mal Platz nimmt. Der rollt einfach bei dir zu Hause den Teppich aus. So, da ist der komplette Mundraum ist mit einbezogen. Jeder darf mal, das ist ein interaktives Ding. Und der bleibt auch lange. Ja. Ich habe gerade mich gemeldet, ich habe ein bisschen mehr genommen, jetzt nehme ich noch mal mehr. Und ich weiß genau, der sagt jetzt schon, Colin, überleg dir das gut. Ich hab deine Nasenhaare schon im Oh, herrlich. Aber das, finde ich, ist der ultimative Beweis eines guten Senfs, ist, dass wenn du zu viel hast, kommt diese Wasabi-Schärfe, dieses geht's in die Nase rein. Und das ist genau das, was ich will. So, ich will ja auch ein bisschen spielen mit dem Senf. Auch so auf so einem Brot, da hast du Bissen, wo ein bisschen weniger ist, und hast du Bissen, wo es wieder ein bisschen mehr ist. Und da lebt was, da tut sich einfach was. Das ist ein richtig guter Senf. Während wir sprechen, habe ich immer noch hinten eine angenehme, das muss man ja auch dazu sagen, angenehme Lage von Senf. Von dieser leichten Schärfe, von dieser Würze. Das ist ein richtig guter Senf. Das finde ich auch. Bin ich voll bei dir. So, erstmal mit dem Würstchen. Ja. Ich meine, ich kenne ihn gut, aber trotzdem will man sich auch immer, das ist wie so ein Fotoalbum, das man immer mal wieder gerne in die Hand nimmt und reinguckt. Man muss sich ja auch sicher sein, ob die Ex-Freundin irgendwie zu Recht das Haus verlassen hat oder nicht. Ja. Also es ist total legitim, sich da auch noch mal zu überprüfen. Ist super. Wow. Guter Senf. Salz, Zucker, Gewürze. Hier steht Zucker als vorletzte Zutat. Vielleicht haben wir da so ein bisschen Schema. So, je mehr Zucker, desto schwieriger wird's. Aber gut, wir sind im mittelscharfen Segment. Ja. Senfsaaten heißt es hier immer, ne? Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze. Ja? Ja, gut, bei den Gewürzen möchte man sich natürlich gerne mal nicht so ins Gewürzbuch gucken lassen. Muss auch gar nicht. Sollen die machen in ihrer Senfmühle, was sie wollen. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, dieser Senf ist stark gefährdet dafür, diese Wasserablagerung zu haben. Wenn man ihn jetzt morgen aus dem Kühlschrank nehmen würde, wäre das wahrscheinlich schon der Fall. Es gibt da auch die Schüttelflaschen. Diese Plastikschüttelflaschen. Mhm. Der schmeckt aus meiner Sicht fast genauso, aber hat da noch viel stärker dieses Problem, dass er ein bisschen zu fest ist, dass du richtig schütteln musst und richtig mischen musst, um weder die Wässrigkeit noch zu viel drücken zu müssen, um überhaupt Senf rauszubekommen. Diese Problematik haben sie noch nicht ganz im Griff, deswegen würde ich auch das Glas empfehlen. Ist in der Regel natürlich nicht nur ökologisch besser, sondern auch viel günstiger.
Nee, Glas finde ich auch gut. Wie gesagt, als Streicher bin ich da eh zu Hause. Musste immer Messer ran und dann kannst du da auch direkt rübergehen. Aber es lässt sich plätten. Mit der Wurstscheibe, glaubt mir, wenn ihr saubere Finger habt, das kann man runterplätten. Aber du hast genug Festigkeit, dass du deinen guten Zentimeter auch erreichst. Ja. Also ein zu flüssiger Senf, der verfließt sich dann auch irgendwie. Wo du ein bisschen mehr Struktur hast, da hast du auch mal einen guten Biss drin. Ja. Ich bin mal ist gespannt. Das toll. Ich finde wirklich gut. Ja, ich finde es vor allem schön, dass wir da tatsächlich, ohne uns abgesprochen zu haben, denselben Kandidaten jetzt hier wählen. Er ist natürlich auch sehr beliebt. Ne? Also den findet man, glaube ich, jedem Regal. Der ist auch einfach weit verbreitet. Ich glaube, dass da vielleicht in den Untiefen der Exotiker auch mehr schlummert. Das kann sein. Aber Das mit einer Brezel ist für mich eine Mahlzeit. Das reicht. Ja. Und hier würde ich jetzt einfach, um mir noch ein bisschen Spielraum zu lassen, ich gebe hier die 9. Weil ich hab noch nicht alle probiert. Ich gebe die 10. Du gibst die 10. Ja, mir gefällt das. Ich finde das sehr gut, wo ich so zögerlich und eben ausgleichend und versuche, mal gucken, man müsste noch mal überlegen. Sternzeichen, waagegerecht. Aber wo wir gerade davon reden, du weißt ja, ich habe einen Bruder, ne? Wirklich? Ja. Mm. Und der hat einen ganz anderen Geschmack. Und was Tom für einen Senf empfehlen würde, das schauen wir uns doch erstmal schnell gemeinsam an. Ja, moin Colin, hallo Florentin. Ich bin ja auch ein riesen Senffreund und großer Senfesser. Und schon vor vielen Jahren habe ich meinen absoluten Lieblingssenf durch lange Verköstigung herausgefunden. Das ist der Löwensenf Medium Pikant. Der ist so eine ganz geniale Mischung aus etwas würziger als der normale Standardsenf, den man so kennt, die auch alle okay sind, von Tomi und so weiter. Und zwischen diesen richtigen Nasenzwirbeln, wie Löwensenf, extra pikant und sowas, der ist einfach eine geniale Mischung. Deswegen ist die Tube auch eigentlich schon wieder leer. Ich habe hier mal vorbereitet und schon mal vorgegessen das köstliche Hertha Knacki-Würstchen. Kann man eigentlich jeden Tag essen, sollte man eigentlich auch jeden Tag essen. Und auch so eine vegetarische Variante funktioniert ganz wunderbar mit diesem wirklich grandiosen Senf, der sich wie so ein Gewürzteppich über die Zunge legt. Colin, du wirst wissen, was ich meine. Und diesen Teppich, den möchte man bei bestem Willen nicht absaugen, sondern möglichst lange genießen und drauf behalten. Also ich hoffe, ihr seht das genauso. Vielen Dank, Tom. Schauen wir mal. Du kannst den Gewürzteppich natürlich auch sofort nachvollziehen. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal zitiert. Ja, absolut. Nee, ich finde, es gibt breitere, engere Senfe, aber wow. Interessant, wie viele Brüder hier um die Ecke kommen. Ja, ich würde sagen, wir probieren. Wir haben ihn natürlich auch heute hier, meine Damen und Herren. Vorgangfrei für die Glasvariante vom Löwensenf Medium. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Unterschiede nicht gigantisch sein werden. Muss ich aber auch sagen, Löwensenf bei mir tatsächlich nur extra scharf. Also ich habe den Löwensenf auch nur kennengelernt als extra scharf Variante. Der kratzt schon fast am Wasabi dran. Er ist halt einfach brutal, aber es ist halt wirklich für mich genau der Spezialist, den ich dann auch dann wirklich auch nur aus dem Köcher ziehe, wenn ich genau darauf Bock habe. Und da reicht dann auch wirklich kleinste Mengen, aber der ballert dir halt einfach die Schleimhäute weg und manchmal muss es sein. So kenne ich ihn aber auch. Ja. Wenn der mal fatalerweise bei irgendwelchen Freunden oder so gereicht wurde, weil die Eltern mal wieder sagten, ach Quatsch, nimm halt irgendeinen Senf, ja Löwensenf kennt jeder. Und dann ist der Kindergeburtstag ein freudvolles Familienfest, endet in Tränen, Schmerzen und Sammelklagen. Ja. Also der ist wirklich krass. Nee, bei mir ist, in meinem Kreisen ist tatsächlich Löwensenf synonym für Augenwässern. Ja. Also das ist wirklich, wenn der Löwensenf gezückt wird, dann weiß man schon, okay, jetzt geht's. Aber dann ist der Genuss manchmal ja auch schon gar nicht mehr im Haus. Das ist dann so eine Mutprobe, oder? Nee, also er ist jetzt nicht unerträglich. Und wie gesagt, Wasabi oder zum Beispiel so, da kann man ja auch mit umgehen. Und da muss man einfach gucken, wie es geht. Aber da schön, schön Löwensenf und dann auch mal gut durch die Nase einatmen und wirklich komplett durchziehen, dir wirklich die komplette Gehirnrinde einfach nochmal durchbrennen lassen. Herrlich. Ich bin gespannt. Mm. Ich sehe jetzt hier schon vom Rührbild, dass wir einen recht cremigen Vertreter der Senfzunft haben. Genau, weil wir sind jetzt bei Medium. Ich glaube, es gibt auch es gibt Medium pikant, pikant und extra scharf. Also ich glaube, wir sind hier zwei Stufen unter dem extra scharfen. Okay, ja, das stimmt. Es gibt mild, pikant, extra scharf steht hinten drauf. Genau, dein Bruder meinte ja jetzt gerade, er will den Pikanten. Das ist aber der hier jetzt. Medium pikant. Ich glaube, pikant ist das innere Label und Medium ist das, weil die Leute nicht kapieren, was mit pikant gemeint ist. Okay. Also hier hinten steht drauf, ne, mild, pikant. Extra scharf. Deswegen glaube ich jetzt, aber in der Skala ist nicht das vertreten, was draufsteht. Naja, nur die Hälfte davon. Ne? Da sagt man halt, geh du schon mal einkaufen, Schatz, ich bleib noch im Auto. Da steht nur pikant, vorne steht medium pikant. Gut, also wir haben jetzt die mittlere Variante und das ist ja für mittelscharf, glaube ich, auch angemessen. Genau. Also ich habe mich an den grünen Farbe orientieren lassen beim Einkaufen.
Ich bin jetzt auch echt gespannt, weil, wie gesagt, ich kenne ihn nur als extra scharf und du fragst völlig zu Recht, was bleibt, wenn man den Challenge, den Faktor wegnimmt. Oh, ja, super flüssig. Ja, sehr flüssig, sehr flüssig. Super flüssig. Vielleicht muss er gekühlt werden. Magst du dir denn am besten mal selber auftun? Ist auch schlau, dass du nichts Weißes angezogen hast. Ja, aber. Oh, sehr cremig. Mm. Ja. Wie gesagt, finde ich per se nicht schlecht. Es kommt ganz drauf an. Ich glaube, ich habe gute. Jetzt bin ich mal gespannt. Bringt es überhaupt noch Wasser zu riechen, wenn da so viele draus sind? Also er riecht lang nicht so säuerlich wie manche andere, den wir hier schon hatten, finde ich. Ich habe das Gefühl, ich rieche immer nur Essig bei jedem Senf. Ja, aber nicht ganz so extrem. Ich weiß nicht, ob das Riechen überhaupt ist. Das ist so ein bisschen nicht mein primärer Sinn. Ich bin Riechen echt, habe ich echt nicht gut. Also wenn man richtig tief und sanft und lange dran riecht, dann hat das so ein bisschen auch so ein bisschen Autobahntoiletten-Charme. So ein ganz, 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 ganz bisschen, wo man denkt, oh Scheiße, halt was haben wir heute Montag? Ja. Ach nee, morgen kommt die wöchentliche Reinigung erst. Es ist halt gemein, wenn man zu Essig halt so viele Assoziationen auch hat, dann ist es schwer, das zu bewerten, aber. Ich steig mal ein. Oh, der schmeckt ganz anders. Oh, der schmeckt wirklich ganz anders. Der schmeckt aber auch nicht schlecht. Der hat ein bisschen was Süßiges. Da sind wir wieder so ein bisschen in der Weihnachtsbäckerei. Der hat so ein ganz bisschen so, ich bin nicht die Standard-Senf. Wenn du bei Wikipedia oder im Lexikon nachguckst, was gehört in Senf rein? Ja. Wir zwirbeln noch ein bisschen was dazu. So schmeckt der. Aber der hat schon auch eine Schärfe. Also ja. Würde ich jetzt sagen, ich bis jetzt allen, vielleicht sogar der schärfste Vertreter, obwohl Kühne da auf einem Zweier ist. Ich finde ihn sehr salzig. Also er ist geschmacklich sehr stark. Ja, das auf jeden Fall. Ist auch sehr charakteristisch. Ja. Der fällt wirklich raus. Der unbedarfte Genießer könnte sagen, ist das überhaupt ein Senf oder ist das irgendwas anderes? Ja, dieses Fruchtige. Der hat wieder so eine leichte, fruchtige Note, möchte ich fast sagen. Was ist das denn für ein Geschmack? Fast was Sahniges irgendwie, cremiges. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber irgendwie ist es was. Aber ich finde schon, dass man merkt, also meine Erinnerung an den extra scharfen Löwensenf, die sind da durchaus drin zu schmecken. Total, absolut. Ne? Dieser Grundgeschmack, also dass man sagt, Löwensenf, das ist so ein ganz bestimmter Grundgeschmack, der variiert dann eher im Schärfegrad, aber weniger in der Grundrezeptur. Das kommt hier ganz gut rüber. Ich finde den nicht schlecht. Mir ist ja gerade ein bisschen zu intensiv, ehrlich gesagt. Der Kühne hatte da noch, der war ein bisschen zurückhaltend, obwohl er auch sehr selbstbewusst und breit aufgetreten ist. Ich finde, der ist ein bisschen eckig. Der hat Kanten. Der ist irgendwie, den kriegst du nicht. Der Kühne, das ist ein, der hat Rundungen, weißt du, da kannst du dich richtig anschmiegen, da kannst du zu Hause sein. Der Löwensenf ist eckig, kantig, was ich aber nicht ganz schlecht finde. Ich glaube, da kann man auch wirklich Bedarf dafür haben. Und also ich mag ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin ja hier, um den mutigen Senf zu finden. Mhm. Das ist auf jeden Fall einer, auch wenn es natürlich die abgemilderte Variante ist, was die Schärfe angeht. Aber nicht schlecht. Ich finde also auch muss nicht ich schlecht. Echt nicht verstecken vor seinem scharfen Bruder. Genau wie du. Sagt man das? Nein, ich finde den auch gut. Muss ich tatsächlich sagen. Mann, ich bin so kurz davor, es zu benennen. Da ist doch irgendwas. Was ist denn das allererste, was du schmeckst? Die erste. In welche Richtung soll ich denn denken? Auftakt. In welchen, sag mal, ich stell dir mal vor, ich gucke auf den Globus, auf welchen Kontinent soll ich denn mein Augenmerk richten? Dass ich so ein bisschen weiß. Ja, so Creme Sorbet, irgendwie sowas in der Ecke. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay, das ist irgendwo so zwischen Australien und Europa, würde ich mal sagen. Der allererste, die erste Sekunde. Okay. Ich weiß, was du meinst. Das ist das, was ich so mit diesem leicht fruchtigen, glaube ich, meinte. Also, aber es ist doch ganz geil, wenn du was hast, was du nicht so richtig zuschreiben kannst, wo du so ein bisschen im wandelst, im Offenen. Was ist das? Aber der bleibt halt auch, ne? Also der bleibt die Nacht. Ja. Der bleibt die Nacht. Der bleibt genau hier unten. Hier hat er sich eingenistet. Eben nicht zwingend First Date Kinosenf, aber. Nee. Aber trotzdem, wenn man sagt, ich habe heute auch nichts mehr vor, dann freut man sich den ganzen Abend noch, obwohl man schon satt ist. Klar. Finde ich nicht schlecht. Gibst du mir bitte noch mal ein Heißwürstchen? Das ist jetzt mein drittes schon. Ja, dann wurst du schon mal nach. Ja. Oder willst du die Hälfte nur, oder? Ja, gib mir mal, ich zieh mir den einen Äumel mal ab hier schön, ne? Sollte eigentlich bei guten Heißwürstchen kann man die einfach so. Trennen. Aber dann lege ich schon mal nach. Ja, leg doch gerne noch mal ein Duo nach. Ich habe das Gefühl, einige hier, ich sehe doch schon teilweise durchgesuppte Atemmasken, weil die Gier natürlich hinter der Kamera nicht befriedigt werden kann. Das tut mir auch sehr leid. Ich beneide auch unsere Kameraleute gerade gar nicht. Die das wahrscheinlich alles riechen, aber nicht schmecken. Ja, die hat schon so eine Kalkschicht, die Wurst. Aber sie ist nicht geplatzt. Heißwürstchen platzen ja auch gerne mal so. Aber es ist ein Senf, der Spaß macht. Letzten Endes. Kannst du mir nicht sagen, dass da nicht die Augenbrauen hochgehen. Auch, das ist richtig guter Senf, finde ich auch. Da ist was da, ja. Ja. Doch, der macht Spaß. Ich hab Lust, mich zu bewegen. Ich habe Lust zu tanzen. Das ist ein Senf, der irgendwie Laune aufs Leben macht. Und das ist, darum geht's doch letzten Endes. Absolut. Das ist für mich jetzt aber auch wirklich nur, weil aus alter Verbundenheit gebe ich dem jetzt ein Pünktchen weniger als dem Kühne-Senf.
Und das liegt primär an dieser Fruchtigkeit, wo ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob das dauerhaft ein Kandidat für meinen Kühlschrank wäre oder eben für besondere Anlässe. Und deswegen suche ich ja ein bisschen den Allrounder mehr. Deswegen gebe ich ihm 8. Auch gar nicht so teuer, ne, wenn man sich überlegt. Weißt du noch, was zu was gehört? Kühne. Ich habe das Gefühl, wir machen so ein bisschen das gute alte Zeilenspringen. Colin 8? Also, der Löwensenf kostet 1,26, ja? Ach, es ist schön, dass du da genauso unfähig bist wie ich. Gerade Linien ziehen, ohne fremde Hilfe. Ich glaube, das ist noch so der Überlebensreflex aus der Schule. Je schlechter man an der Tafel ist, desto weniger wird man beim nächsten Mal gerufen. Ja, und du weißt genau, wenn wir Lehrer wären, dann kommen sie doch bitte erst recht mal an die Tafel. Ich ziehe da echt nach. Die 8, ja. Finde ich gut. Guter Senf. Nee, absolut richtig. Wir machen direkt weiter. Oh ja, wir sind gar nicht so gut in der Zeit, aber wir sind nicht so schlecht in der Zeit. Wollen wir jetzt mal, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich würde jetzt gerne mal den Händelmeier probieren, denn den kenne ich eigentlich nur als den bundesweit vertreten, aber natürlich aus dem bayerischen kommenden süßen Senf. Das ist das Süße. Ja. Da muss man tatsächlich ein bisschen suchen, bis man den findet im mittelscharfen Segment. Man kennt ja den Händelmeier, glaube ich, wie gesagt, charakteristische rote Kappe, auch als Drücker und so, gibt es überall vertreten als süßen Senf. Wir haben jetzt hier die Mittelschärfe. Mittelsenf-Sorte natürlich. Ja, es riecht ein bisschen. Also, es ist ein bisschen harmlos. Es riecht so wie eine frisch gegossene Zementdecke. Also, nicht ganz so fruchtig, ein bisschen, als ob die Stadt Einzug gehalten hat und weniger Natur. Oh, der ist total zurückhaltend. Ja, ne? Sag ich ja so. Aber vielleicht wenig so, ja, esse ich dann. Du musst ja auch nicht schlecht. Aber ich jetzt nichts dagegen. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Ich wollte das auch eigentlich als neutrale Feststellung. Vielleicht ist mir das nicht so gut gelungen. Ist aber auch, gucken wir mal ein bisschen, so, ich stopfe hier mal. Hast du Wasser mit reingetan? Nee. Das war vorher schon drin. Aber flüssig. Mhm. Ja, flüssig? Aber auch so feinporig. Flüssig. Ich mag feinporige Senf. Was ist der Plural von Senf? Senfe. Senfe tatsächlich. Okay. Aber ich glaube, das könnte auch ein Masse-Senf sein, also wo du wirklich schaufeln musst, um da was zu erleben. Bin ich gespannt. Weil es kann natürlich sein, dass Händelmeier eben durch den süßen Senf sich einen Namen gemacht hat und irgendwann gesagt hat, im Zuge einer Internationalisierung und Erfolgsgeschichte unserer Firma müssen wir unser Portfolio ergänzen. Ja. Also, dass das quasi wie so der Stiefbruder ist, den keiner so richtig lieb hat, aber der halt natürlich auch im Regal stehen möchte. Ui, aber da kommt was am Ende. Oh, geil. Ja, ja. Oh, da habe ich Bock drauf. Den will ich völlig unbedarft genießen. Gut. Oh, hallo. Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Aus Obsthausen? Die Süße meinst du da? Ja, das ist doch Captain Zitrusfrucht und seinen Bananendampfer sind da einmal durchs Glas gefahren. Das ist doch hier, ich will, hallo, entschuldige mal. Du sagst das so abschätzig, aber warum, was denn gegen eine Fruchtnote einzuwenden? Einiges. Ja? Ja. Also wenn der Senf sagt, eigentlich würde ich wäre ja viel lieber Obst geworden, aber musste ja Senf werden. Mein Vater hat mich dazu gezwungen, dann tut mir leid. Der kann sich nicht entscheiden, irgendwie habe ich das Gefühl, der will. Das ist für mich gerade, ich war gerade schockiert und das nicht im Guten. Der hat keinen starken Essig, der hat keinen starken Schärfe. Das war ja... Aber der erinnert mich irgendwie an den Pimboli, glaube ich. An den hier. Wie hieß er? Tivoli, Tonoli. Also der hat speziellen Geschmack. Wie man sagen würde, all over the place, finde ich den. Ja, aber auf so eine Art und Weise, also wirklich, entschuldige mal. Also ich will auch Senf. Ich will ja sagen, ich hätte gerne eine Bockwurst mit Senf. Dankeschön. So, und jetzt unvoreingenommen sage ich, boah, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, ich habe mal wieder richtig Bock auf eine Bockwurst mit Senf. Schlonze ihn einmal durch, denke, ach, fein, auch hier so ein an sich ein sehr attraktives Bild. Und jetzt probiere ich begeistert. Nee! Das schmeckt total so zitronig, limettig, obstig. Finde ich vollkommen unpassend, ist nicht meins. Also, es fällt mir schwer, diese Zitrone zuzuordnen, aber ich finde, er ist irgendwo falsch abgewogen. Ja. Und er hat auch, da bleibt auch nichts übrig. Das Letzte, was ich im Mund habe, sind nicht nur die Brösel von der Wurst, sondern auch der Geschmack. Der ist nicht scharf. Ich versuche gerade vom süßen Senf, den ich erkenne, die Süße wegzudenken, ob das dann übrig bleibt, aber ich komme nicht weiter. Aha, guck mal, pass mal auf. Da ist nämlich tatsächlich auch Estragon-Extrakt drin. Also was so ein bisschen, vielleicht ist es in den Gewürzen irgendwo auch deklariert, aber ich finde, es hat einen eigenen Geschmack und ich finde ihn hier nicht passend. Ich mag Estragon-Senf übrigens sehr gerne. Ich bin ein riesiger Freund von Sauce Bernaise zum Beispiel. Eine der scheußlichsten Sünden, die jemals erfunden wurden. Aber in diesem Fall ist das überhaupt nicht meins. Das ist nicht meins.
Und hier kann ich jetzt auch nicht die Ausrede gelten lassen, dass das ein alter historischer Senf ist, der so speziell ist. Das ist, glaube ich, ein Massenmarktprodukt, wo ich sagen würde, überleg's dir gut, wenn du Lust hast, irgendwie auf der Zitrusplantage zu arbeiten und alles nach Hause mitzunehmen, egal was ist, was Mama gekocht hat. Neu an. Es ist der kleine hässliche Bruder so ein bisschen. Ja. Wir alle wissen, dass es talentiertere Brüder in der Familie gibt und das ist der süße Senf. Und er ist halt auch einfach nicht scharf, das muss man auch mal sagen. Ich finde ihn weder besonders scharf noch besonders würzig. Ich finde ihn viel zu obstig und damit kriegt er von mir 2. Bam, abgeliefert. Nee, aber so hart bin ich. Nee, tut mir leid, ich fand das gerade. Ich wollte nichts sagen, bevor du ihn gekostet hast, aber ich hätte am liebsten tatsächlich gesagt, lass uns mal schnell Werbung machen. Jetzt bin ich aber spannend. Nee, 2 ist mir zu hart. Nee, du. 2 ist mir zu hart, ich gehe auf 4. Ja, ich weiß, vielleicht ist das für dich ja, nee, das Sünde, ist, aber. Ach, gar nicht, das ist doch das Schöne daran. Wenn wir quasi kühne Brüder sind, ist doch alles gut. Ich fand ihn wesentlich erträglicher als diese Essig-Massaker da. Und wie gesagt, vielleicht mag ich diese Unentschlossenheit, weiß nicht wohin. Vielleicht ist es auch einer, an dem man sich gewöhnen muss und dann findet man da vielleicht auch noch was im Bouquet. Ja, du gutierst das Besondere. Das ist ja auch, damit bist du hier angetreten. Ich bin da ein bisschen Allrounder-mäßig eingestellt. Aber wo wir gerade bei Finden sind, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja noch einen Bruder. Wirklich? Und, ja, und der hat auch einen Lieblingssenf. Und welcher das ist, das schauen wir uns mal an. Hallo Freunde, ihr kennt mich als Captain Olli, aber heute bin ich in meiner Rolle als Experte für den guten Geschmack da. Ich präsentiere meinen persönlichen Lieblingssenf, das ist der gute Bautzner Senf. Er hat meiner Meinung nach folgende Qualitätskriterien. Er ist etwas schärfer als die üblichen mittelscharfen Senfe. Er schmeckt für mich frisch. Passt zu allem, ich koche mit ihm, ich esse ihn gerne mit Frikadellen und so weiter und so fort. Und er ist günstig, es gibt ihn in verschiedenen Größen. Ich habe meistens eine Literflasche zu Hause und brauche sie regelmäßig auf. Ich wünsche viel Spaß beim Testen. Bis bald, tschüss. Ja, also der vierte im Bunde und ich weiß tatsächlich, Oliver, der hat schon seit Jahren immer dafür gepredigt, dass der Bautzner Senf der beste sei. Mhm. Den hat er, ich würde sagen, erinnerungstechnisch seit 20 Jahren hat er den standardmäßig am Start. Und bei jedes Mal, wenn das Thema aufkommt oder auch nicht, bricht er die Lanze für den Bautzner. Ich habe hier das gute alte Töpfchen, denn das ist auch das, was ich mit Oliver am ehesten assoziiere. Dass er mittlerweile auf die Litertuben umgestiegen ist, war mir neu, aber er ist definitiv auch ein Klassiker, also einen, den man kennt. Ich habe den auch schon mal gegessen, jetzt aber keine so konkrete Erinnerung mehr daran. Und er wurde auch viel im Forum genannt. Ja, super oft genannt und er hat, glaube ich, eine wirklich eingeschworene Fangemeinschaft. Denn uns kamen auch Botschaften zu von einem Zuschauer, der ein Bautzner Senf-Tattoo hat. Was? Ja, der hat sich Bautzner Senf tätowieren lassen. Er ist so ein großer Fan. Er hat, als nur am Rande mal diese Sendung angekündigt wurde, vor Wochen, hat er schon sofort gesagt, Bautzner Senf muss sein. Ich habe ein Tattoo. Ich weiß nicht, ob wir ein Foto haben oder ob wir zumindest mal irgendwas zeigen können. Nein, ich glaube nicht. Es kam nur per Textnachricht auf jeden Fall. Doch, da ist es! Da ist es! Alter Verwalter! Von Richard ist der Bautzner Senf tatsächlich da. Also es ist ein absoluter, er hat genau das Töpfchen, das wir hier auch haben, hat er sich tätowieren lassen. Ich weiß nicht genau, welches Körperteil das ist, es ist Wade wahrscheinlich, oder? Ja, oder Arm. Arm Innenarm, ja, kann auch sein. Als Vergleich. Ja, ist das Töpfchen. Ach, ja. So? Nicht schlecht hingekriegt. Aber richtig. Das ist auch, wenn man den Apostroph da falsch setzt, ist das wieder so ein Fail, ne? Okay, das heißt, ich traue mich jetzt gar nicht weniger als eine 6 zu geben, ohne ihn probiert zu haben. Also jetzt jemandem ins Gesicht zu sagen, hey, du hast ein Tattoo von einem schlechten Senf, das kann ich nicht. Ich kann's nicht. Nee, ich muss mir Händelmeier tätowieren. Guck mal hier. Guck mal. Oh, das ist so niedlich. Das ist ein Smiley im Töpfchen, der einen anlacht. Hey, iss mich. Ich bin nicht traurig, wenn du mich verzehrst und auskackst. Senf mich. Riecht unaufdringlich, leicht fruchtig, nicht besonders scharf, nicht besonders essig. Ja, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Oh, aber da kommt was hinterher. Gegen Ende? Hä? Bleib mal länger dran. Bleib mal länger dran. Ja, aber ich habe das Gefühl, also die ganzen Nasenbürzler legen sich noch schlafen. Also da hat noch keiner gesagt, oh, da kommt gleich was, macht euch schon mal bereit. Gut, was auch immer das heißt. Dann wollen wir einfach mal anfangen. Bin ich gespannt. So, ich nehme zwischendurch noch mal ein bisschen. Also auch wieder ein bisschen heller, bisschen wässrig Gefahr. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht. Qualität haben wir bei Kühne gesehen. Jetzt haben wir hier auch, da haben wir einen leichten Wasserfilm. Aber alles in allem, ja, mittelweich, würde ich sagen, von der Festigkeit her. Hellere Farbe. Wir haben hier ganz unterschiedliche Farben auch gesehen, aber das ist irgendwo in der Mitte. Also das ist farblich recht unaufgeregt. Ja, aber ein bisschen auch dieses Feinporige, was man so gerne sieht, wenn du beim Metzger mal guckst, was eine Rinderzunge kostet oder so. Das ist genau das gleiche Bild so.
Also gut Senf. Und die Porridge schmeckt man sofort. Was ich an diesem Senf gerade sehr spannend finde, ist, dass er sich geschmacklich, da ist niemand, der sagt, ich will in die erste Reihe. Das ist erstmal zurückhaltend. Das ist nicht sofort, dass du denkst, Alter, das finde ich erstmal gut. Aber hast du nicht eine Schärfe auf der Zungenspitze? Ja, die Schärfe kommt nämlich gut nach. Die Schärfe kommt von vorne. Ich habe gerade ein bisschen leichten Nasenbürzler gehabt, tatsächlich. Ich hatte das Kribbeln gerade, was mir ganz gut gefallen hat. Jetzt muss ich auch noch mal hier klein meinen Schaschlik-Test machen. Was mir hier gefällt grundsätzlich ist, dass man durch dieses leicht Grobe auch noch, das fühlt sich gut an im Mund. Das hat immer so was von, es ist nicht zu fein zerkleinert so, ne? Das ist, mag ich, dieses leicht Mehlige. Aber ich finde, der hat eine sehr, sehr strahlende Schärfe irgendwie. Irgendwie passiert überall was. Ich habe was vorne, ja. Ich habe was an den Seiten, ich habe was am Gaumen. Es ist ganz überall irgendwie. Finde ich auch. Das ist vielleicht ein Senf, der sagt, ich will gar nicht zu speziell schmecken. Mein Hauptjob ist es eigentlich, diese Schärfe ins Essen zu bringen, die man haben möchte. Das finde ich nämlich tatsächlich, dass der geschmacklich relativ harmlos ist insgesamt, in alle Richtungen. Ja. Also, der ist weder Essig. Wir müssen natürlich sagen, wir haben jetzt schon durch unsere 12 Senfe unsere Geschmacksknospen halt auch wirklich gut ausgebrannt. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was übrig ist. Vielleicht sollten wir mal zur Milch greifen an dieser Stelle. Ja, soll ich mir was einschenken? Ja, sehr gerne, in mein altes Wasserglas. Oh, da habe ich ein bisschen Angst. Weißt du, Milch, die du nicht komplett überwacht hast. Aber Milch und Senf ist auch keine gängige Kombination, oder? Bei Gables schon. Wie gesagt, bei uns stand statt Wasser standen bei uns immer die 1-Liter-Töpfe. Ja, gut. Milch. Okay, dadurch, durch Assoziation. Apropos geile Mischung. Kartoffelpüree mit Senf ist ja auch super geil. Ja, super. Kartoffel, Senf, Apfel. Das ist so für mich das magische Dreieck, wo ich Apfel und Senf noch nicht zusammengebracht habe. Aber Kartoffel, Apfel mega gut. Kartoffel, Senf mega gut. Schade halt, dass Apfel, Senf sich nicht verträgt. Da sonst könnte man ja da viel machen. Ich hatte nämlich gerade gedacht, das hätte jetzt deine heimliche Leidenschaft für eine Händelmeier erklärt, dass dieses obstige etwas ist, wo du sagst, oh, das mag ich. Aber Leidenschaft, ich habe eine 4 gegeben. Ja, das ist für mich, Leidenschaft. Also in Relation zu meiner ersten Assoziation ist das quasi schon wie eine Adelung. Also, es ist natürlich für den Senf extrem schwer, diese Erwartungshaltung irgendwie der gerecht zu werden nach dem Tattoo. Aber ich finde ihn trotzdem, ja. Das ist ein Top-Senf, der hat diese Schärfe, der zieht nach, der geht in die Nasennebenhöhlen. Ja. Der ist omnipräsent, der ist gut dabei. Aber geschmacklich relativ dünn, was ich nicht schlimm finde. Ich will es nur einmal bemerkt haben. Weil es kann natürlich genau sein, dass er sagt, du willst ja den Geschmack vom Würstchen haben. Und ich bin nur dafür da, deinen Nasenbürzel ein bisschen anzukitzeln durch die Schärfe. Und wenn das jetzt aufgeht, dann ist das natürlich, dann ist das Teil des Konzepts zu sagen, ich will gar nicht so dominant auftreten. Er ist so ein bisschen, ohne zu nahe zu treten, für mich so ein bisschen so ein Heavy-Metal-Senf. Er ist laut, da tut sich viel, aber vielleicht ist die Melodie nicht so mega raffiniert, wie sie vielleicht bei anderen Musikern wäre. Weil klassischer, ja. Was hörst du nochmal so? Viel Country auch. Mm. Aber verstehst du grob, was ich meine? Verstehe genau, was du meinst. Aber Ich hab nichts gegen Metal, nicht, dass jetzt hier die beiden Felder überkreuzen und du deine Metal-Fans auf mich. Nein. Aber weißt du, wenn ich einen Imbisswagen hätte und ich würde mir überlegen, auch so, gerade mit Blick vielleicht auch auf den Preis, was will ich denn eigentlich so standardmäßig an? Ja. Die Leute sollen ja ein bisschen Schärfe bekommen, aber die sollen sich auch nicht die komplette Wurst leer drücken, damit ich immer nachliefern muss. Das ist ja auch eine Gefahr, wenn du sagst, okay. Ach ja, weißt du, der da muss doch ökonomisch rangehen. Ja, genau. Gut, ja. Und das, finde ich, macht er eben gut mit dieser Schärfe. Das wäre ein Senf, den würde ich sofort bei meinem Imbisswagen anbieten. Weil die Leute nehmen was davon, was sie auch sollen. Die kriegen sie ja gratis mit Senf, Mayonnaise und Ketchup muss man ja mal extra bezahlen. Senf kriegt man immer umsonst. Warum kriegt man eigentlich Senf immer umsonst in Imbissbuden? Und für Mayonnaise muss ich letztens 70 Cent bezahlen. Weil Senf ist einfach die schäbigste der Beilagen. Ist das nur durch den Preis zu erklären? Also, dass Senf im EK sozusagen so viel günstiger ist als Ketchup und Mayo? Ich glaube auch durch Kalorien. Senf ist ja relativ kalorienarm, was das angeht, im Vergleich vor allem natürlich zu Mayonnaise, klar, aber auch Ketchup. Es ist ja immer so, zum Beispiel klassischer Abnehmtipp, einfach Butter durch Senf zu ersetzen, wenn du dir dein Wurstbrot machst. Halt nicht mit Butter und Wurst, sondern durch Senf und Wurst. Schmeckt auch gut, besser in meinen Augen natürlich und wesentlich weniger Kalorien als Butter. Vielleicht ist das so ein Ding, dass Senf nicht so sehr sättigt, irgendwie nicht, dann doch nicht so viel Bock macht. Ach so, wie Mayonnaise. Und dann meinst du, da ordert man lieber nochmal eine zweite Wurst, als statt eine zweite Pommes oder so. Und jetzt geht's ins Verschwörungstheoretische, da möchte ich mich nicht anschließen. Das kann natürlich sein. Da bekommen wir ganz fiese Kommentare. Das ist ja fies. Also du meinst, dass Senf von vornherein quasi ein gewinnoptimierendes Lebensmittel war? Ja. Das könnte sein. Schäbig. Aber gut.
Ich will euch nicht auf die Idee bringen, dass ihr Sendung auch kostenpflichtig macht, liebe Imbissbudenwagen. Aber das ist für mich der fast der wasabigste, der diese Wasabi-Schärfe drin hat. Meine ich ja. Ja, ja. Genau das, dass er eben relativ scharf ist, aber er sagt, scheiß aufs Obst, scheiß auf zu viel Salz, scheiß auf alles in diesem anderen Geschmackssegment. Der ist scharf und hat einen angenehm zurückhaltenden Geschmack. Oh, aber der Nachgeschmack ist geil, man kann sich da richtig reinkuscheln. Der ist lecker, das ist ein guter Senf. Da würde ich direkt mal wieder auch, glaube ich, an dieser Stelle, ich glaube, ich gebe dem die 8. Ich gebe dem die 8. Also den Löwensenf hat von mir auch die 8 bekommen. Und das finde ich jetzt absolut angemessen hier. Nicht, dass ihr jetzt denkt, meine Brüder werden da irgendwie in einer Art und Weise würden mein Urteil schmälern bzw. beeinflussen. Das selbstverständlich überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Wie viel kommen da eigentlich noch? Wie viele Brüder? Haben wir für jeden weiteren Senf jetzt einen Bruder? Leider nicht. Meine Güte. Ist vielleicht auch besser so, dann müssen wir uns das Erbe teilen. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, sei immer nett zu Menschen, es könnte ein Bruder von Colin Gable sein. Man weiß es nie. So, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, weil ja. 8 war der Löwensenf. 8 war bei dir der Löwensenf und auch bei mir, ja. Aber ich merke, dass der Bautzner eine gewisse Eingewöhnungsphase beansprucht. Du musst ein bisschen rankommen, aber dann wird's geil. Also ich glaube, der wird echt mit der Zeit. Und deswegen, glaube ich, verstehe ich auch diesen Hardcore-Fan mit dem Tattoo, dass wenn du das wirklich über Jahre konsumierst und da wirklich auch eine Rampe baust, glaube ich, kann das wirklich dich zu Genussgipfeln katapultieren, von denen du vorher nur träumen konntest. Ja, das glaube ich auch. Und das ist dann auch so eine Hochzeit. Da war es dann mal okay, dass die Eltern das schon eingefädelt haben. Weil man dann selber sagt, ja, ist doch gut. Ich bin damit groß geworden, ich bin dabei geblieben. Danke, liebe Eltern. Das ist ja sonst eher selten der Fall. Aber bei Bautzner ist diese Tradition dann eben vielleicht was Schönes. So, und hier gebe ich hier meine 8. Das darfst du natürlich noch. Für mich ist er besser als der Löwensenf. Damit muss ich mehr als 8 geben, 9. Er ist guter Senf. Das ist, glaube, wir sind hier. So, ich habe jetzt aber noch Bock auf so einen Underdog. Ja. Weil wir haben jetzt Kühne ist hoch, Bautzen ist gut, die sind beide hoch. Ja. Es ist Zeit für Wien. Wir machen einen Ausflug nach Österreich und die nette Zuschauereinsendung. Jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt, weil hier sind wir wieder Touri-Falle oder geiles Nationalprodukt. Wir werden es jetzt knallhart rausfinden. So, ich habe Bock jetzt auf einen Underdog. Ich will mal einen, der sich richtig traut. Aber für uns ist das ja ein Underdog, ne? Oh, das ist aber immer unangenehm, wo du es durchstechen musst. Vor allem, du hast dann immer an dem Pickel, hast du dann immer für den Rest der Zeit ein bisschen Senf kleben. Ja, das macht doch keiner sauber. Ja, aber du hast doch eine Zunge. Wenn gerade niemand guckt. Colin. Ach komm. Na, komm, du noch nie den Senf. So fein ist deine Zunge doch auch nicht, nein, dass du da in die Ritzen kommst. Komm. Nee. Glaub mir. Nee. Ich habe von deiner Zunge gehört, aber so flink ist sie dann doch nicht. Was ich aber gut daran finde, dass man eben kein weiteres Behelfsmittel braucht. Das ist das Schöne daran. Aber noch raffinierter ist das natürlich bei Elmex Zahnpasta, weil du da auch so ein sternförmiges Schutzetikett. Und im Deckel ist das Gegenstück. Das komplementiert sich. Genau. Und dann hast du das und du denkst wirklich, kein Messer, kein Schneiden, es ist trotzdem gebrauchssicher und hygienisch. Lass uns als nächstes Zahnpasta. Ja, sehr gerne, bin ich dabei. Aber wenn du einmal bei Elmex warst, glaubst du, alles andere ist plötzlich wie, ich bin in einen Topf mit Kräutern gefallen, weil die so reduziert ist. Aber jetzt müsste eigentlich, dass man da den Mehraufwand hat, es aufzustechen. Wenn da jetzt Wasser drin ist, dann weiß ich nicht, warum ihr dieses dumme Siegel habt. Ja. Weil das ist nämlich das einzige Argument, wenn da jetzt wirklich kein Wasser drin ist, sage ich, gut, dann hat der Mehraufwand sich gewinnt. Gut, je nachdem, wie der gelegen hat. Ich glaube nicht, dass wir das so fein einfangen können. Man sieht nämlich tatsächlich so ein bisschen was, wie das Erste, was raus möchte, ist so eine ganz leichte Wasserkante. Danach kommt dann erst der Senf. Warum sammelt sich das an der Ja, ich weiß es nicht. Also kommt da Luft rein und dann oxidiert das? Ja, wahrscheinlich. Warum? Ja, okay, guck mal. Oh, der hat was. Okay. Der ist dicht. Komm, gib mir guck dir das mal an, wie schön das Hütchen hier noch steht. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Das ist der Prater. Der Wiener Prater. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt. Mann, ey, die riechen alle gleich. Ich bin auch so bescheuert. Ich glaube, ich kann nicht riechen. Ich kann wirklich nicht riechen. Ja, aber ich spüre auch schon, dass das Anschwellen der Schleim heute beginnt. Dass der Körper ganz Signale sendet, die er selten sendet. Ja. Mal weniger Senfgrad. Ja. Also das hat er schon seit 30 Jahren nicht mehr gesendet. Aber mein Magen sagt immer noch, gib mir. Und das ist das Gute daran. So. Oh, ich glaube, wir werden heute ganz merkwürdige Träume haben. Ja, aber es ist tatsächlich, es ist eher so eine dünne Essignote, die da durchkommt. Aber sie kommt durch. Ich versuche mal direkt den Zipfel oben richtig schön abzustreifen. Guck mal an hier. Das ist so wie, wir hatten mal so ein Buch.
als Kinder, so Tiere aus aller Welt. Und da waren wunderbare Darstellungen von einem Mann aus Afrika, der sich einen Wurm an so einem Stöckchen aus dem Bein poolte. Weißt du, so, super. So. Ja, ja, ja. Und da ich das gerade. Wow. Oh. Mhm. Das schmeckt jetzt für mich, würde ich sofort sagen, Zucker und Estragon haben Hochzeit gefeiert. Ich weiß nicht, ob Estragon drin ist. Ist da überhaupt Schärfe drin? Also es ist Weingeistessig drin, Zucker, Speisesalz, Gewürze hergestellt in Österreich ist auch noch drin. Ich finde, der ist sehr höflich. Ja. Also der ist sehr zurückhaltend. Das ist wie so ein Wuschelteppich im Bad. So. Ja, ist nett, dass es da ist. Aber ich möchte der Einzige sein, der barfuß drauf geht. Genau, und man kann sich nicht reinlegen. Klar, die Füße erreicht's, aber ist es nicht wie eine Kuscheldecke. Du willst rein. So, das ist so, ja. Ist auch wieder aber sehr süß, ne? Sehr süß, hat so eine dünne Herbheit aber auch. Das ist fast was anderes als Senf, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich weit weg. Mhm. Also die Schärfefäden, es ist wirklich ganz unpenetrant. Es ist wirklich ganz unpenetrant. Also das kannst du wirklich so wie Lilo und Strolch, wie so ein Spaghetti-Ding beim ersten Date zusammen essen. Das ist überhaupt kein Ding. Das kann man sich füttern bei einem ersten Date. Das ist so zurückhaltend. Lilo und Strolch? Ich bin völlig falsch. Das klingt falsch. So wie, das klingt falsch, so wie irgendwie sehr früher so ein DDR-Konkurrenzprodukt. Nee. Wir haben nicht, konnten Susi und Strolch nicht. Nee, Strolch und Stitch. Nee, wie ist es? Das ist Susi und Strolch. Susi und Stitch. Ja. Lilo und Stitch und Susi und Strolch. So. Aber nicht Lilo und Strolch. Aber die sind es mit dem Spaghetti. Er ist eine abgealterte Hafenratte. Sie eine Apfelschnecke. Was ist das für eine Liebesgeschichte? Lilo und Strolch, sehr schön. Du, Disney hat schon Liebesgeschichten über Regenschirme gemacht, okay? Also ich glaube, wir würden da das hinkriegen. Ja, nein. Also, wenn du dir das wirklich mal versuchst, nur auf die Zungenspitze zu packen, dann kommt sofort die Süße. Das erste, was ist der Zucker. Das kannst du wie ein Joghurt löffeln. Ja. Und das, also das schmeckt nicht schlecht. Nee, nee. Aber das ist wirklich, also so zahm, dass es fast untergeht, wenn man es kombinieren. Also da müsste das natürlich der Kombinationstest. Ja, weil das ist, glaube ich, auch, um das aber ganz klar zu sagen, Senf ist kein Haustier. Nee. Senf ist ein Tier, was man vielleicht domestizieren kann. Ja. Aber den man wie so einem wilden Mustang, den musst du die Freiheit lassen. Nee, der muss auch raus. Der braucht mindestens eine Katzenklappe. Absolut. Und du musst Respekt vor dem haben. Aber ja, nicht irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass mein erster Hamster mäßig. Nee, vergiss es. Senf kann man keine Tricks beibringen. Ja. Am Ende bleibt der immer der Chef. Man kann Senf nie besitzen. Also er geht sehr in so eine sehr süße Richtung auf jeden Fall. Mhm. Und von der Schärfe ist da auch nicht so viel zu spüren. Ist dann vielleicht wieder so ein Touristending, ne? So nach dem Motto, weißt du, Wien, große Stadt, internationale Menschen reisen an. Und da mag es dann ja auch Gruppen geben, in denen Schärfe sozusagen gar nicht zu Hause ist, weißt du? Wo man dann sagt, ja, genau. Oh nein, die sollen natürlich auch von unserem köstlichen Nationalessen sich reichlich einpacken. Aber besser mit der Wurst. Ich habe da irgendwie so was, weil ich jetzt auch gerade Joghurt gesagt habe, irgendwas Laktosiges, Cremiges mit drin. Aber das hatte ich vorhin auch schon, da war es auch komplett. Das war so ein typischer Laktosegeschmack. Ja, irgendwie so. Ich kann es nicht zuordnen, aber es ist ein bisschen Österreich. Aber er schmeckt mir, um bei dem Vertrauten zu bleiben, beim Händelmeier habe ich das ja auch aufs Schärfste bemängelt. Und hier finde ich es deutlich angenehmer. Also, absolut. Das ist jetzt für mich. Und vergleich's mal mit Ikea, bitte. Ja, ja, also, genau. Das war eine ganz andere Nummer. Das kann man wirklich auch genießen und das kann man auch wirklich reichen, ohne dass ich mich dafür schäme, dem das Wort Senf zu geben. Darf ich noch mal ganz kurz, das glaubt mir natürlich jetzt wieder keiner. Ich habe doch vorhin gesagt, das Erste, was schmeckt, ist Zucker und Estragon. Mhm. Dann habe ich auf die Zutatenliste geguckt und da standen nur Gewürze. Was steht hier drauf? Ich habe es wirklich. Ja. Ich habe es nicht gelesen, das möge man mir jetzt glauben. Du, deine oder Zunge auch nicht. Ist ohnehin legendär, Colin. Da musst du dich jetzt nicht für rechtfertigen. Ach, das wird schief werden. Dankeschön. Ich konnte mir. Einmal pro Folge muss der raus. Guck mal, ich zum Beispiel weiß gar nicht, was Estragon ist. Ja. Also, das ist der Unterschied zwischen uns. Das ist ein südländischer Diktator quasi gewesen. In Südamerika mal mit. Guck mal, wir haben sogar. Vielen Dank an die Regie für die Daten. Wie heißt der jetzt? Würstel? Der heißt. Albatros? Wiener, ja, Albatros, genau. Albatros Würstel. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Albatros, der da in Konkurrenz steht. So, und der ist 1,99. Der ist, oh, das ist aber toll. Für 1 Euro ja. Pro? Hochgerundet, ja. Ja, klassischer, als Tourist zahlt man ein bisschen was mit drauf. Ich gebe dem eine 5. Weil die Süßheit ist für mich dann leider der spezielle
wie soll man sagen, das ist die Garnitur, wo man wo der eine sagt, ja, ich umarme dich, der andere sagt, nee, nächstes Kleid bitte. Ich gehe 7. Oh! Ich finde. Hast du demnächst eine Reise vor? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir der Senf immer besser schmeckt, je mehr ich davon esse. Ja. Aber also am Anfang bin ich immer skeptisch, aber dann fühle ich mich dazu zu Hause irgendwie. Ja, aber darauf bauen ja auch Drogen auf. Ja, naja, sind Drogen nicht ab der ersten Sekunde ultra gut? Ja, aber das Heroin, das musst du 20, das musst du ja, fünfmal nehmen, dann wird's gut. Musst dich dran gewöhnen, aber dann. Ja, oder ich weiß es echt nicht. Disclaimer: Natürlich würden wir niemals zu Drogenkonsum in irgendeiner Art aufrufen, allerdings zu Senfkonsum, denn das Einzige, was da brennt, ist die Nase. Ja. Ja. Kann man doch. Ja, ist so gut. Ich würde es mir abkaufen, wenn ich die Bundesregierung wäre. Komm, ich will gut, jetzt ich will umgehauen werden. Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt noch 15 Minuten und wir sind gut im Rennen. Gut. So, wir haben zugeschickt bekommen, den 7-Stern mittelscharfen Senf hatten wir überhaupt nicht auf dem Plan. Hat niemand genannt, wurde uns direkt zugeschickt. Vielen, vielen Dank hier an Zuschauerinnen und Zuschauer, der das geschickt hat. Ganz fantastisch und ich bin bereit, umgehauen zu werden. 7-Stern, das klingt schon wieder so. 7-Stern. Oh, der ist ja randvoll. 1-Stern ist uns nicht genug. Das klingt irgendwie wie so ein heiliges Schwert, ja. Das ja. Am Ende irgendwie der Held bekommt. Absolut, wie so ein Kinder, die Kinderabend, 7-Stern, Folge ja, genau. 4, Geheimnis der Wunderbrezel. Okay, das ist aber ein ganz flüssiger Onkel. Ah ja, aber wir haben hier eine leichte. Es hat fast so ein Eiscreme, finde ja. Ich. Von der Struktur. Ich nehme hier immer viel zu viel, glaube ich. Da müssen die armen Praktikanten das ablecken danach. Ich weiß, was du meinst. Greif zu. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der sieht auf jeden Fall. Ja, man spürt das schon, wenn man mit dem Löffel durchschabt. Da ist wenig Widerstand im Glas. Was überhaupt nicht schlimm sein muss, ich wollte es nur als Auffälligkeit einmal kurz hier herausstellen. Aber ganz leichte rote Stellen haben wir auch mittendrin. Ja. So wie diese kleinen, diese Blutkäfer oder wie die heißen. Der hat eine hohe Beschleunigung. Jetzt bin ich ja gespannt. Als was wird er denn deklariert? Als mittelscharf. Ja gut, sagen wir mal so, wenn die das, was die am Design sparen, in die Rezeptur stellen, ja, dann habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Also, ich bin in einem Wald, glaube ich. Ja, wenn da jetzt Gurken drin wären, könnten die 1:1 ihr auch saure 7-Sterne. Ja, waren auch in dem Paket dabei, eingelegte echt, Gurken. Ja? Weiß nicht, was ich damit machen soll. Eingelegte rote Beete, lauter so ein Kram. Der hat einen ganz eigenwilligen Geschmack. Also Schärfe, würde ich sagen. Ich bin in so einem Pinienwald. Ich war da noch nie, aber ich versuche mal, mich geistig drauf einzuschießen. Ja, der hat was von Unterholz, von Laub. So was Strauchiges. Er ist salzig. Er ist auch sehr. Du mit deinem Salz, ich schmecke da nirgendwo Salz. Nee, ich finde den super salzig. Ich bin salzig. So weggesalzt. Ich bin echt ein Salz. Ich hau immer doppelt so viel Salz drauf wie anderen. Ich glaube, ich bin einfach da komplett ausradiert, was das angeht. Salz einfach, das merke ich nicht mehr. Aber es kommt überhaupt keine Tiefenebene dazu. Der bleibt auf dieser Salz-Würzstraße. Genau, ich sag und ja. Und darunter, es kommt kein Bauch nach. Es kommt auch keine, weder im Nasalbereich eine Schärfe, noch irgendwie eine tiefere Schärfe. Interessanterweise hab ich genau andersrum gesehen. Bei mir hat er nur die Tiefe, aber geht nicht in die Höhe. Bei mir ist er nur so ein Wabern, so eine Präsenz, aber es geht irgendwie nicht in die Höhen, in die Spitzen. Da ist nicht, ja, ist nicht viel Aufregung dabei. Dein Oben ist mein Unten. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, stimmt, bei dir ist es eher so, gute Dinge sind tief. Schlechte Dinge sind. Da sind wir über Metal wahrscheinlich. Da brummt ordentlich was. Mhm. Da musst du mal die Gitarren tiefer stimmen, damit das richtig knallt und bauchert und wummert. Nee, ich bin eher im Wald, wo ich wirklich die Kronen will. Ich will hoch in die Kronen, ich will das Laubwerk haben. Aber ich mag beides. Also ich mag die Morlocks und ich mag auch die anderen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Morlocks? Morlocks. Ach. Murlocks. Nein, Morlocks. Heißt die nicht Morlocks? Zeitmaschine? H.G. Wells? Die im Untergrund in den Höhlen. Ach, wir sind haben wir noch ein Video von einem wir haben Bruder doch oder so. Noch ein Video. Also. Aber du hast hat auch wieder das Süße. Oh, okay. Auch dich. Und hier würde ich nämlich sagen, hier wird das Süße tatsächlich durch das erkauft, was ich im Verdacht hatte. Süßungsmittel. Ja. Ja, aber sind wir so eine Sendung, dass wir jetzt irgendwie sagen, nee, was nicht natürlich ist, ist nicht nein, gut? Überhaupt nicht. Nee, ich beurteile nicht. Das nicht nach der Sinnhaftigkeit oder nach der was andere Leute sagen, aber was es mit mir macht. Weil ich spüre jetzt gerade, ich habe noch so das Gefühl, jetzt das Mundgefühl, ist dieses typische Süßstoffartige, was länger bleibt als der Rest. Ich habe jetzt keine Würze, ich habe jetzt keine Schärfe. Ich habe so ein leichtes, speichelanregendes
wie so ein Süßstofffilm. Ja. Das habe ich, wenn du nur einen Cola Light oder so trinkst, ja, dann das füllt ja den gesamten Rachen aus, so, ne? Und das finde ich nicht so doll. Das ist so, das Süße bleibt zuletzt. Nee, der ist mir zu unaufgeregt, der ist mir zu langweilig einfach. Da passiert nicht viel. Ich würde hier mit einer. Also, das ist der 7-Stern. Steht ja auf der Liste. Ich kann den mal eben diktieren. Ja, oder so. 7 Stern kostet 1,99 und 0,55 im gemittelten 100er-Preis. Mm. Nee, tut mir leid. Das ist für mich eine 4. Ja. Vielleicht sogar eine 3. Ja, also. Nee, eine 4, weil er ist nur langweilig. Er ist nicht schlecht, mhm. Er ist nur langweilig. Und das finde ich, darf man nicht so viel bestrafen, weil der ist. Ja. Den kann man schon essen, also den würde ich mir auch vom Teller wegkratzen. aber er ist halt nicht das, wonach ich auf der Suche bin. Ja, mild und aromatisch. Also da wird man auch nicht belogen. Da ist das drin, was draufsteht. Aber ist nicht. Nee. Also gerade dieses Süße, ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe jetzt immer noch diesen. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Kommt da noch raus, ja, ja. Aber das ist nicht das, was ich bei Senf haben möchte. Ja, es ist so was, was man nicht schlucken kann. Ja. Also es bleibt. Wenn ich jetzt mal wieder ein paar so Süßungsdrops einfach lutschen wollen würde, weil ja nichts anderes im Haus ist, okay. Aber komm, wir machen direkt weiter mit einem Kandidaten. Ja, du sag erstmal deine Werte. Ach so, ja, ich bin auch bei der 4. Also alles andere wäre unfair. Du lutscht Süßstoffpastillen? Nein, aber kennst du das nicht, dass man als Kind mal so Süßstoffpastillen gelutscht hat? Ich glaube, ich habe alles mal gegessen, was im ja. Regal ist. Auch so einzelne Kaffeebohnen und so. Ja. Alles mal einfach auf der verzweifelten Suche nach Süßigkeiten. alles mal angenascht irgendwie. Auch so ganz furchtbare Sache. Ich glaube, ich habe auch mal einen Kaffeefilter gegessen. Will ich auch nicht mal. Will ich nicht lügen. Okay. Ja, weil ich einfach ein Trottel bin. Das ist aber schon, das hat aber dann, warst du doch in anderen Umständen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Pass mal auf, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt von der Schwerter Senfmühle Peisert, ehemals Adrian, Stammhaus seit 1845, ebenfalls, nein, pass mal auf, Westfalens letzte historische Senfmühle, eine Publikumseinsendung, auch an dieser Stelle, die, und das möchte ich an dieser Stelle explizit gutieren, mutig ist gegenüber der anderen historischen Senfmühle, dass man sagt, wir sind mit transparentem, durchsichtigem Glas zufrieden, denn unser Produkt sieht so gut aus, ja. Dass wir das nicht irgendwie in so einen Tonkrug schütten müssen. Das ist es der hellste Senf bis jetzt? Der ist sehr hell. Kann sein, sehr hell. Ja, der sieht schon fast so ein bisschen aus wie so ein Honigsenf-Dill-Soßensenf. Mhm. Ja, dann lass. Es ist der normale übrigens. Das wurde mir nochmal draufgeschrieben, dass das der. Oh ja. Der riecht aber auch wieder ganz anders. Warum bin ich denn so unökonomisch? Stell dir mal vor, du riechst, ich weiß nicht, Bratwurst hat manchmal so einen Bratgeruch. Hm? Nee? Oh, der hat aber auch eine Frische. Ja, ja. Aber der hat ein bisschen was von Bratfett, Bratwurst. Und das finde ich nicht schlecht. Weil das ist ja nun, das sind zwei so Leute, die gerne mal Hand in Hand durch die Straße stolzieren. Ja, aber ein bisschen was von Bratfett. Aber macht neugierig. Ja, ich will was erleben. Du willst ja die besonderen haben. Und die letzte Senfmühle der Westfalens. Das ist immer wieder das. Also irgendwas hat man immer, ne? Das ist die. Ich übrigens, ne? Ich bin der letzte klassische analoge Videospielredakteur in der Straße, wo ich wohne. Wirklich? Ja, ja. Wow. Ich hab's das auch schon angemeldet bei der Stadt, dass sie die Straße vielleicht mal umbenennen irgendwann. So, pass mal auf. Das sieht auch fast aus wie so eine. Das ja, so ein bisschen so eine Nusseiscreme, ne? Ja, sowas oder Hummus auch, finde ich, ist da ähnliche Farbe. Mhm. Riecht recht intensiv. Oh. Aber nicht zu essen. Jetzt bin ich gespannt. Hm. Ich bin sehr gespannt. Mann, da war wieder was ganz Konkretes. Ist es Kirsche? Ist es. Fuck. Ist es endlich hier? So kurz habe ich es in der Hand und dann entrinnt es mir wieder. Ich bin super gespannt jetzt. Weil von der Optik her, vom Geruch her, habe ich extrem hohe Erwartungen jetzt. Da ist was, da ist doch was. Witzigerweise weiß ich, was du meinst. Die Kirsche hat mich jetzt auch so ein bisschen auf eine bestimmte Straße direkt gelotst. Kennst du Sauerampfer? Klar, wer kennt ihn nicht? Ich weiß nicht, ob das echt so heißt oder ob wir das nur als Kinder so genannt haben. Das ist so Gras, das man essen kann. Also so. Was, wenn keine Kaffeefilter mehr da sind? Mein Gott, Leute werden das kennen. Ich weiß schon, was du, glaube ich, meinst. Ja, ja. Wer stand nicht schon mal auf der Wiese und wollte. Das konnte man essen. Wenn ich groß bin, will ich auch Kuh werden. Und das konnte man essen. Und diese kleinen gelben Blüten, die man so aussaugen konnte. Keine Ahnung, ich habe jetzt alles voller Senf gerade. Aber irgendwas ganz Merkwürdiges. Ist es Kirsche, ist es irgendwie Litchi oder Agave? Ich weiß genau, was du meinst. So ein Kram halt. Ein ganz eigener Geschmack. Was mir gut gefällt hier, ja, also, ist die Breitenwürze. Schärfe, meine ich.
Die taucht nämlich so über die Zungenseiten tatsächlich ganz angenehm mit so einem leichten Britzeln. Mhm. Aber ist eine leichte Schärfe. Das ist nicht zu vergleichen mit Kühne oder Bautzner, der wirklich ballert, ja. Der dir im Endeffekt wirklich den Hals wegrasiert. Der hält sich zurück, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Wo hab ich den? Ach, da hatte ich. Das hatte ich schon dumm gemacht. Also der klopft an, bevor er reinkommt. Ja, aber das finde ich grundsätzlich höflich, mag ich das. Also mal so, ich weiß, du magst lieber das SEK-Kommando, was dich nachts überfällt. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Da ist, auf Anhieb so eine Geschmacksnote drin. Genau. Die sagt, ich habe mich in der Tür geirrt. Ich dachte, hier wäre die X-Gruppe und dann ist der in der Senf-Gruppe gelandet. Der haut sofort wieder ab, aber der ist kurz da. Der ist kurz da, aber ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht gibt uns irgendwie das Etikett Aufschluss. Aber der gefällt mir sehr gut. Das ist ein Schwerter Senfmühle. Aber das ist so ein Senf, wenn du mal Besuch hast, den du beeindrucken möchtest, dann holst du ihn. Ja, das ist ein Highlight. Aber der ist gut. Angekündigt, da wird mal das aktuelle Gespräch unterbrochen mit einem, Leute, jetzt muss ich euch mal kurz was präsentieren. Und sind wir alle soweit jetzt? Ja, genau. Gesagt, okay. So, will doch jemand den was? Den Fehler darfst du nicht machen. Da musst du erst, weißt du, das ganze Essen denkst du dran. Es gibt 3 Gänge. Ja. Und du weißt genau, verdammte Scheiße, der Senf kommt noch. Aber bloß jetzt nicht den Fehler machen, den zu früh zu geben. Mm-mm. Weil dann ist nämlich das letzte Glas, was du im Haus hast. Und dann sagst du, super lecker, darf ich noch mal von dem Senf? Aber wenn alle satt sind und du dann sagst, ach Freund, ich hab's ja total vergessen. Ich würde sagen, bevor wir zum Dessert gehen, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Herrlich. Was? Und dann denkst du, was kommt denn jetzt noch? Der Abend war doch schon perfekt. Vielleicht auch so ein Tablett mit lauter Löffeln, wo schon der Senfklecks auf dem Löffel ist und dann servierst du so die Löffel, hier nimmt sich ein. Was ist das etwa Senf? Moment. Hm? Nimm. Der ist gut, der ist wirklich lecker. Das ist mal geil. Genau darauf habe ich Bock. Auf solche Sachen, dir was ausprobieren, dir was Neues reinbringen. Ja. Und klar, 50% der Leute, denen du es gibst, werden sagen, kann ich nichts mit anfangen. Aber die anderen werden sagen, geil. Ich meine, es ist leider die letzte Senfmühle. Aber dieser Geschmack. Oh, seit 1845, also 35 Jahre älter als unsere historische Mühle, also. Ja, gut, dann die Erfahrung, die zahlt sich vielleicht jetzt auch aus. Also, ich finde den gut. Der ist nämlich in keinem Bereich super extrem. Ja, er ist essigmäßig, ja, er ist würzig, ja, er ist salzig und ja, er ist auch scharf. Und obwohl man denken könnte, dass 4 mal 1 4 ergibt, ergibt hier doch 4 mal 1 5. Und das ist diese eine Variable, die zwar 1 ist in dieser Rechnung, aber das Ding ist mehr als die Summe seiner Teile. Es schmeckt spezieller, als man vermuten möchte. Jetzt kommt aber doch noch eine Schärfe rein. Mhm. Wie lange ist dein letzter Senfgenuss her? Ich habe eben noch mal die Gabel abgelegt. Gut, dann gib dir mal. Ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Wurst hier. Ja. Haben wir die Daten für die Mühle? Haben wir die Daten für die Mühle? Ah, okay. 2,50, okay. Relativ okay. Ja. Verglichen mit dem unfassbaren 7,80 Euro von der Kölner Senfmühle. Oh, jetzt habe ich die Wurst zerstört. Ach Mann, jetzt habe ich 2 Halbwürstchen hier drin. Ach Mann. Ach, da ist eine Zange. Ja. Hätte ich das gewusst, ne? Wenn man dieses Desaster voll. Ich glaube, man sieht, wir mögen die Schafen. Und ich gebe eine 9. Ich gebe echt eine 9. Ich gebe hier eine 8, und weil ich genau war, das ergibt aber auch Sinn, ehrlich gesagt. Das ergibt deswegen Sinn, weil du eben gesagt hast, du suchst diesen speziellen, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt im Rahmen dieser Sendung, ich suche eher den Allrounder und dafür ist er mir einen Tacken zu speziell. Mhm. Aber würde ich sofort, wenn mich jemand fragen würde, empfehlen. Ach, ihr fragt mich, ich empfehle euch den von der Schwerter historischen Senfmühle, letzte in Westfalen. Das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist ein absoluter Highlight. Also halte ich auch nochmal in die Kamera, Schwerter Senfmühle. Ich hoffe, man kann da auch irgendwie bestellen. Macht das auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Gemein. Nee, sorry. Hier, das ist die Schwerter Senfmühle, sehr heller Senf. Aber wie gesagt, mit der geheimen Note, schreibt es in die Kommentare, ob ihr entschlüsseln könnt, was das für ein merkwürdiger, ungebetener Gast ist, der da mal kurz seinen Kopf reinhängt. Und der hängt seinen Kopf auch rein, wenn du es mit der Wurst verkostet. Oh ja. So, jetzt möchte ich noch mal ein neues Kapitel aufschlagen. Und zwar Thema Bio-Senf. Oh. Ich glaube, der Biodo-Senf ist der erste und einzige Bio-Senf, den wir haben. Weiß niemand, was das genau bedeutet. Ich möchte es einfach nur mal angesprochen haben. Das ist auf jeden Fall Bio vom Feinsten, steht daraus, klassisch würzig. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal davon nicht überzeugen. Aber ich sehe schon, wir haben wieder hier den Spieß oben drauf. Also das wird jetzt wieder eine. Da kommt keine Zunge rein. Das bin ich voll bei dir. Musst du immer unter den Wassereimer halten. Oder so schnell leer machen, bevor das gammelt, stinkig oder gegebenenfalls sogar gesundheitsschädlich wird. Aber Senf wird doch nicht schlecht. Oh!
Also ich habe schon so manche Essigüberraschung. Da suppt das aber schon. Ja. Achtung, also mal rein. Bioprodukte haben wir ja auch immer gerne hier bei Löffel, Messer, Gäbel. Oh, guck mal, das ist ja fast Curryfarben. Ja, sieht ein bisschen unseriös gelb aus. Also sieht mir ein bisschen zu sehr aus. Geben. Also ich bin da offen. Aber wenn man mal vergleicht mit den anderen Gelbsorten, vielleicht kannst du mal hier dieses gesamte Kunstwerk an Gelbtönen einfangen. Also das sieht für mich sehr nach Lexikon aus. Mal gucken. Und hier haben wir gerade jetzt den Biodo Biosenf. Ja, schon alles mit dabei. Gott, ist das. Vielleicht liegt es daran, dass hier nach Wasser die zweite Zutat Gelbsenfsaat ist. Also nur Gelbsenf. Ja, und die Braunsenfsaat kommt erst 4 Plätze später oder 3, um genau zu sein. Aber das riecht genauso wie die anderen. Also entweder bin ich bescheuert oder riech mal dran, ob das nicht exakt genauso riecht wie die davor. Ja, wenn die einzelnen Zutaten, vor allem das Wasser, biokonform hergestellt wurden, dann ist das ja auch, dann reicht das ja schon für das Siegel. Komm, und Bioprodukte waren teilweise. Tu es. Ach, du hast schon. Ist es, hab ist ich schon? Der? Ist es der? Nee. Muss ich in den Chat gucken. Ist das der? Nee, ne? Ich hab, komm, nimm einfach nochmal neu. Wir haben reichlich Senf, Leute. Mach dir da jetzt mal keine Sorgen. Wo drückst du Tum? Du hast hier oben gedrückt, ne? Das ist ja auch so ein Disput in WGs und Familien natürlich gerne. Oh, da höre ich aber das Wasser. Hört ihr das? Dieses Geräusch kann nur entstehen, wenn hier noch viel Luft dazwischen ist. Da ist nämlich so ein. Weil wenn das komplett ausgefüllt wäre, die Kammer, dann könnte dieser Sound, hätte keine Resonanzräume. Aha. Und könnte entsprechend dieses leichte Blubbern und Sprudeln. Ja, und nicht, was machst du da jetzt draus? Nichts, ich wollte das nur mal zur Kenntnis nehmen, dass wir möglicherweise hier inhaltstechnisch betrogen werden. Oh, aber das ist. Das von einem Bioprodukt wäre natürlich absolut fatal. Also Bioprodukte haben ja manchmal für ganz tolle Überraschungen im Rahmen dieser Sendung schon gesorgt. Manchmal aber auch für, boah, schmeckt gar nicht geil oder ist nicht das, was du haben möchtest. Gerade beim Bio-Ketchup waren da, glaube ich, 1, 2 Kandidaten, wo man gesagt hat, hui. Dann aber lieber, dann, wenn das der Preis für Bio ist, dann muss ich konventionell bleiben. Ach, ich habe schon die Wurst in der Hand. Mann, ich bin echt hier. Das ist, ich glaube, es ist langsam der Senfrausch, der einsetzt. Das ist so ein herbes. Ach, das ist doch der. So, pass mal auf. Der schmeckt so in die Richtung, wenn Senf nicht mehr ganz gut ist, wenn der zu lange offen war. Mhm. Da bleibt noch dieses herbe Essige. Da geht was diese auf, Würze ist weg. Nee. Was ist das denn immer? Ich bin nicht gemacht für sowas. Ich kann es nicht beschreiben. Das hat so was herb-metallisches, Unangenehmes, dieses so bitter. Nicht sauer, sondern eben eher bitter als sauer. Das finde ich überhaupt nicht geil. Aber ich habe hier einen Hauch Gewürzgurke mit drin. Also wirklich, also diese Essignote. Nee. Das ist, sorry. Ich sehe gleich schon den Preis wahrscheinlich. Das wird richtig teuer sein, das Zeug. Aber das ist, er sieht aus wie. Aber der findet auch seinen Platz nicht, finde ich, im Mund. Nee. Der weiß nicht, wo er hin will. Ja, genau. Der ist unglaublich prägnant in dieser metallischen, bitteren Essignote, die aber eben nicht so essigsäuerlich ist, sondern eher so bitter. Und da ist halt nicht mehr viel Geschmack sonst dabei. Der hat nichts Raffiniertes oder so. Oder so eine Gewürze. Ja, genau. Ich glaube, wir sind echt die. Je schärfer Senfe sind, desto besser haben wir sie bewertet immer. Ich glaube, wir mögen einfach den scharfen Senf. Ja. Es ist der Kühne, es ist der Bautzner, der Löwen. Nee. Aber nee, das ist echt nichts. Also. Nee, das kann mir. Nee. Der einzige Unterschied hier zu gefühlten niedrig performenden Senfs in meiner Bewertung jetzt hier ist. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht sofort das Gesicht komplett verziehen muss. Nee. Aber die Enttäuschung über die Bagatelle, die wir hier gerade genossen haben, die ist natürlich mit, wie heißt der? Biodo. Biodo. B-Y-O-D-O. Mittelscharfer Senf. Mhm. Was steht da? Steinsalz. Und es gibt Gelbsenfsaat und Braunsenfsaat. Es gibt ja verschiedene Arten von Senf. Und da gibt es die gelben und die braunen. Ja. Ja, guck mal, und weißt du, die Tube kostet 1,76 und da sie nur 100 Milliliter hat, kostet sie auch 1,76. Und so eine 100 Milliliter Tube, die ist natürlich, also die isst du ja schon auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause. Jetzt will ich mal. Ne, da bin ich raus. Jetzt würde ich gerne einen Klassiker anreißen und überraschenderweise einen Klassiker, der sehr schwer zu finden war. Wir haben. Stopp, du hast noch keine Zahl genannt, oder? Ich habe sie nicht genommen. Boah. 2. Ah, du auch 2? Ja. Yep. Ja. Und wir haben einen Klassiker, wollten wir finden, den konnten wir lange nicht finden, was ich interessant finde. Vielleicht zieht er sich so ein bisschen zurück. Und es ist der Develei. Ja. Develei. Da war wohl Develei dabei. Wann gab's den denn? Ja. Im Radio? Ja. Hab ich noch nie gehört. Aber immer.
Develei. Da war wohl Develei dabei. Ich kenn Develei, lei, lei. Kunden ziehen an dir vorbei. Greifen zum kühne Senf, denn der. Oder so ähnlich. Also gut, also jetzt, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Develei. Ich habe im Chat habe ich schon die Develei-Fans gesehen. Ich glaube, das hat eine Anhängerschaft. Da wirst du heute dein Auto, glaube ich, anders vorfinden, als du es abgelegt hast. Wenn ich überhaupt ein Auto vorfinden würde, würde ich mich ja schon freuen. Also, wir haben hier einen lustigen Bären drauf und ein Schwein. Und also das scheint eine Kinderglas zu sein. Ja, das sind hier, was sind das? Lilo Strolch und Berli Berlemann, oder? So. Du weißt schon, was rein. Es ist, ne? Ja, das sind die. Sind das die Dalmatiner? Nein. Ist egal. Ist egal. Develei, glaube ich, viele Gläser. Sehr schwer zu öffnen, aber schöne Farbe, schöne, ja, kräftige Farbe auf jeden Fall. Aber wässert sich hier auch ein bisschen außenrum, muss man sagen. Ja, hat lang gestanden, muss man fairerweise sagen. Ah, aber da kommt echt ein bisschen Kindheit hoch. Aber warum ist der so schwer zu finden? Ist der so schwer zu finden? Develei war für mich immer fast synonym mit Sinn. Wo kommst du noch mal her? Aus Bayern. Ja, dann ist das die Erklärung. Ja, das kann Weil tatsächlich Develei, ich habe ja auch mal in Bayern gewohnt. Und da habe ich Develei das erste Mal wahrgenommen. Natürlich vor allem mit diesen, die gab es damals punktuell. Diese Würzsoßen, die es auch zu den Chicken Nuggets gab. Dann gab's ja, genau. Ja. Und die haben halt irgendwann, glaube ich, mal ihr Portfolio, ich kannte das als eher Nord-Mitteldeutscher, überhaupt nicht Develei. Mhm. Nur eben als McDonald's Haus- und Hoflieferant. Dann kennst du den Song vielleicht auch nicht. Genau, ja. Weil mittlerweile sind die ja tatsächlich bundesweit vertreten und haben überall ihre Soßensortimente, gehören so, konkurrieren immer mit Knorr, wenn die Grillsaison eröffnet wird. Ne? Mhm. Dann gibt's da auch immer die Plastiktuben. Und das ist, glaube ich, die Erklärung dahinter, dass vielleicht der Develei Senf noch nicht das Vertrauen mit auf den Weg bekommen hat, bundesweit zu funktionieren. Das glaube ich, weil ich habe den nämlich auch noch nie gesehen. Und dafür sind wir hier. Ja. Wir müssen jetzt natürlich ein gewisses Machtwort sprechen. Ich würde einmal ein bisschen umrühren, ja, gerne, weil da haben wir ein bisschen auch Wässriges drin. Ich nehme jetzt auch noch mal einen frischen Löffel. Das ist dann nicht immer ganz so einfach, das ja, oh, der ist aber sehr wässrig. Werden. Da kannst du aber auch schnell, wenn du Babys hast, zum falschen Brei greifen. Ne? So. Mein Kind wird ja nur mit Senf ernährt einfach. Auch mit Muttersenf, auch einfach schon. Ja, du kannst ja, es gibt bestimmt so im Sanitätshaus so künstliche Brüste, wo du dann einfach so ein schönes, oh Gott, ist das schäbig. Du kannst machen, was sie wollen eigentlich. Und das Schöne daran ist, wir denken jetzt, wir hätten gerade was erfunden und es gibt garantiert, kannst du das googeln, irgendein, ja, Fetisch, ja, oder schafft, die genau, ja, darauf steht. Ja. Die Anhänger die anonymen Senfbrust-Fetischisten. Oh, ist das hier der Develei-Werbespot gerade? Das können die nicht auf der Betriebsfeier zeigen. Echter Muttersenf. Schmeckt wie bei Muttern. Aber da kommt was um die Ecke. Also es ist auf jeden Fall so, das ist das Kindgerechte, was die Optik verspricht, findet sich beim Nasentest auch wieder. Da ist nicht sofort das Mama, Mama, ich muss jetzt zum Arzt. Weil das, da britzelt nichts. Weißt du, was ich meine? So Kindermama, ich muss zum Arzt. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, Kindersenf trifft's gut. Hat aber. Aber nicht die Süße. Stopp. Nicht die Süße. Er hat aber diesen Grundgeschmack ganz leicht am Anfang, den ich meine. Ein ganz bisschen, wenn die Süße, ja, weg ist, beim Löwensenf auch geschmeckt zu haben. Es ist jetzt ein bisschen abenteuerlich für dich. Das vielleicht nicht auf Anhieb nachvollziehbar, weil das wirklich nur so für eine Nanosekunde im Mundraum spürbar war. Die werden sich ja auch nicht ultra krass unterscheiden. Wahrscheinlich ist da halt genau ein Gewürz drin, das halt beim Löwen auch dabei ist. Aber so flach. Also das ist ein Senf für die Massen, ist klar, glaube ich. Da sind wir ähnlich wie bei Tomi dabei, aber das ist nicht schlecht. Nee, und der ist vor allem, glaube ich, so in dem Höhenbereich ist der sehr stark unterwegs. Ich finde, der hat gar keine Bässe. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, sondern das zieht sich alles, du hast ihn im Mund und alles zieht sich eher nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch wieder, ich glaube, ich muss echt auch mal die dickere Brut nehmen. Ich weiß nicht, welchen ich hier. Der hier war das, ne? Wenn er es genauso schmeckt, dann wird das sein. Senf verändert schon nochmal seinen Geschmack, wenn du echt viel nimmst. Ich suche nach einer Schärfe gerade. Aber sie ist ein bisschen da. Ja. Also ich hatte jetzt wirklich noch einen Brocken drauf und da geht am Gaumen was an. Aber. Also, wie gesagt, kinderfreundlich in der Hinsicht, dass du da, glaube ich, nie Gefahr läufst, dass es zu scharf wird. Obwohl Kinder unfassbar empfindlich sind. Ja, ja. Also, ich hab als Zivildienst mit Kindern gemacht und da durftest du teilweise keinen Pfeffer ins Essen machen, weil die sonst gesagt haben, ist zu scharf. Kann ich nicht. Echt? Ja. Okay, gut, das ist ja schlimm. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ein Vorteil beim Altwerden. Ja, aber das ist genau das. Das ist so, hey, ich weiß genau, ich stehe da mit Leo, meinem Kleinen, ne? Der wird dann irgendwie, der kriegt erstmal so einen typischen Kindersenf und irgendwann dann so, Leo, du hast heute Geburtstag, ne? Jetzt komm mal mit. Was, wohin denn, Papa, wohin? Ja, komm. In der Küche, da ist noch so eine versteckte Kammer.
steht was für dich. Und das ist dann so der, was denn was, den Senf? Ich glaube, du bist jetzt reif für den Senf. Das ist so die eine Stufe. Meinst du wirklich Papa? Ja, aber sag Mama nichts, ne? Ja, ja. Und dann wird er sagen, oh geil, ich will ab jetzt nur noch scharf. Aber Leo, einfach Leo oder Leopold? Nein, Leo. Leo. Einfach nur Leo, ja. Wie Deo, nur mit L. Okay, jetzt habe ich leider echt, ohne Scheiß, ich habe wieder vergessen, welchen Senf. Ich glaube, es war er hier. Aber vielleicht auch nicht. Ich muss mir noch so harmlos. Ich fange aber an zu schwitzen langsam irgendwie. Ich aber es ist, glaube ich, an der Masse und nicht an diesem speziellen Senf. Aber ganz so harmlos, wie er tut, ist er gegen Ende nicht. Also der hat schon noch was in der Hinterhand, aber was genau, weiß ich auch nicht. Ja, das weiß ich, das müsste der gewesen sein. So. Jetzt mache ich mal den Würstchentest. Der ist wahnsinnig nah am Tomi, glaube ich. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, der ist tatsächlich ein bisschen mehr am ohne so säuerlich zu säuerlicher ist er, als der Bautzner. Ich hätte es gedacht, komm, ich muss noch einmal kurz ein bisschen den Tomi-Test daneben. Boah, ich schwitze jetzt langsam, aber echt hier. Ach, das ist gar nicht der Tomi. Das ist der Tomi, glaube ich. Oh Gott. Nee, Tomi ist ein gutes Stück schärfer. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Fällt mir wieder, wie ähnlich wie bei Tomi, schwer einen einzuordnen, weil es ein Klassiker ist, aber es ist zumindest eine Schärfe da. Also, wir sind schon im 5-Plusser-Bereich, weil das ist ein solider Senf. Auch, wie gesagt, das ist halt der Massensenf, der keine Überraschungen verspricht und das hält und dann einfach, du weißt, was du hast. Und, ja. Aber trotzdem gehe ich hier, weil ich habe auch mal den AB-Vergleich zwischen Tomi gemacht, um die Findung der perfekten Zahl irgendwie ein bisschen leichter zu machen. Ich gebe hier eine 6. Das kann ich schon mal sagen. Das ist ein bisschen. Die Verleih. Aber das funktioniert, ne? Man merkt sich so ein Kram über die Zehn weg. Deswegen habe ich früher auch immer gedacht, das heißt Develay. Bis mich ein bisschen ausgelacht wurde von einem bayerischen ehemaligen Arbeitskollegen, der meinte Develay, lol. So, also nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und seitdem weiß ich, dass es Develay heißt. Könnte man ja auch denken, EY und wow. Ach. Ich gehe einen rauf, 7. Ja. Ich bin zufrieden. Ja, zufrieden. Aber zufrieden ist in Ordnung. Zufrieden ist in Ordnung. Zufrieden wird nämlich gerne mal missverständlicherweise als unbefriedigend synonym gesetzt, gerne mal. Ne? Man ist zufrieden und das reicht dann nicht mehr. Wobei zufrieden eigentlich einen sehr schönen und positiven Zustand beschreibt. Ja, aber ist befriedigend überzufrieden oder nicht? Für mich ist zufrieden überbefriedigend. Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass man manchmal sagt, ja, man will eigentlich sagen, der Film war scheiße, aber ja, ich bin zufrieden. So. Man denkt, ja, dann nein, das stimmt. Nee, nee. Weißt du, nee zufrieden ist. Zufrieden ist eigentlich gut. Ein ziemlich hohes Urteil, ja. Genau, aber meistens. Ja, aber findest du, das wird meistens mit der emotionalen Tragweite auch vorgebracht, wenn man sagt, man ist zufrieden? Ist doch meistens. Also, wenn ich dich zum Essen einladen würde und sagst, und wie war's? Oh, ich bin zufrieden. Hätte ich das Gefühl, ja, das stimmt, der fährt gleich nochmal irgendwie bei der Tanke ran und holt sich vegane Knackwürstchen und kühne Senf. Weil er eben nicht begeistert war. Also nur zufrieden, das ist so ein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Gut. Zufrieden. So, wir müssen ran. Ja, was haben wir denn noch? Hatten. So, ich hab jetzt auch gar geht's keine Lust weiter. Mehr, ehrlich gesagt, weil ich nämlich pappsatt bin. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Aber zwei haben wir nur noch. Wir haben nur noch zwei Kandidaten. Wir haben noch den Delicato. Das ist eine Eigenmarke von, man möge mich korrigieren, ist das Lidl oder ist das Lidl? Oh, ich muss wieder. Macht ihr noch, oder? Ja, sicher doch. Delicato, mittelscharfer Senf haben wir noch im Angebot. Auch relativ hell, was das angeht, finde ich ganz gut. Kania ist Lidl und den du hast ist Aldi. Das ist doch das Gipfeltreffen der Discounter-Konkurrenz. Oh, das ist Aldi hier? Das ist Aldi, ich habe Lidl auf der Tube. Und am Design sollst du mich erkennen, denn das ist wieder Van Schebbing irgendwie. Bestimmt Werbeagentur hat das gemacht. Ne? Wie viel Geld haben sie fürs Design? 10 Euro, alles klar, wir machen es für 5. Bisschen porös haben wir hier schon. Ah, ich weiß nicht, ob man das sieht. Geh mal richtig ran. Geh mal richtig tief ran. Gib mir mal Vollbild. Rein, 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 rein. Rein, rein. Ja, das, guck mal, das bröckelt hier oben schon so ein bisschen. Wir haben hier wieder so ein bisschen. Pass mal auf, ich spritz mal in Close direkt jetzt mal den Discounter-Konkurrenten. Wo sehen wir das denn da? Oh, ich bin viel gelber. Ich hab mehr gelber. Rein, rein, rein. Gut. Ja. Mehr Struktur. Ja, beide wenig Struktur, aber der. Lidl hat ein bisschen mehr Struktur. Also ich glaube, hier kann man eindeutig vom Bild schon sagen, nein, die Konkurrenten haben sich nicht heimlich verbrüdert und tun nur so, als ob sie Konkurrenten seien. Nein, das sind wirklich zwei unterschiedliche Produkte, wo man sagt, es ist mir scheißegal, was du machst, ich mache auf jeden Fall was Eigenes, was gut ist.
Also, dann lass uns die schon mal direkt anschreiben. Das ist jetzt Das hier ist der Delicato. Also, Delicato in Klammern Aldi. Yes. Und die müssten ich würde tippen, meiner Discounter-Erfahrung nach entsprechen, dass die exakt gleich viel kosten. Ja, du siehst es da, genau. Also, für 47 Cent. Ja, das sind Zahlen, die kennen wir schon. Und dann, wie heißt der Dillesenf? Der heißt Kania. Kania? Mit I, wie Isildur. Okay. Lidl. Und die kosten doch gleich viel, oder? Kania, ja, genau. Also beide 47 Cent. Gut. Ich kann aber auch keinen Senf mehr sehen langsam, muss ich sagen. Boah, es ist echt hart. Wie viel Senf haben wir jetzt insgesamt gegessen? 15? Aber in Masse? In Masse? Ja, du meinst, ach so, in. Wie viel Gramm? 100 Gramm? Beim halben Liter sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber nee, klar, wir sind schon auf dem. Das ist unmöglich. Aber ich glaube schon, das ist schon ganz. Also mehr, sagen wir mal, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährungs. Die Senfgesellschaft. Uns empfehlen würde. So. Sehen grundverschieden aus, die beiden Senfe. Das ist wirklich warm. Ich nehme jetzt erstmal den Delicato. Kanto oder Kato? Delicato. Den habe ich jetzt auch zuerst. Aber für einen billig. Alter, der macht aber auch nicht Captain Britzelmeier. Hier ist aber richtig der Feuer gerade. Absolut. Der steigt richtig ein. Also das ist wirklich, als ob die Bombe im Koffer kam. Weißt du, die wurde in der Nase abgestellt und ist dann erst hochgegangen. Du trägst richtig, ja. Ja, meine Fresse, das ist ja nicht schlecht. Habe ich nicht erwartet bei so einem billigen Segment. Also da kommt nochmal richtig gute Laune rein. Und an der Schärfe wird hier nicht gespart. Der geht gut nach hinten durch. Mhm. Ist aber auch so ein bisschen. Aber der kommt durch die Sicherheitspassage. Der kommt durch, wie du gesagt hast, der kommt durch und dann nochmal. Genau, zack. Absolut. Hinter der Kontrolle wird explodiert. Der ist mir aber ein bisschen zu salzig. Mhm. Der hat den Geschmack, finde ich, nicht so geil. Aber die Schärfe ist geil. Krass. Aber irgendwie macht der Laune. Irgendwie kann ich da was dafür gefinden. Aber es ist so ein gewisser herber Nachgeschmack. Herbe. Und das finde ich nicht so geil. Ich glaube, bei mir kann man echt einfach die Schärfe, die Nektar verbinden. Da gibt es so eine Korrelation. Ja, definitiv. Je schärfer, desto besser. Vielleicht ist mittelscharf auch einfach nicht meine Schuhe. Kann sein, ja. Vielleicht sollte ich eher die Scharfen essen. Ach so, weil die Frage eben auch aufkam im Chat, warum wir denn nicht eigentlich scharfen Senf verkosten würden. Ja, weil wir mittelscharfen Senf verkosten. Das ist, wir wollen ja hier nicht die Disziplin durchnehmen. Wir haben schon genug. Oi. Der geht gut in die Nase. Ich mache jetzt mal direkt den Lidl-Konkurrenten hier als Produkt. Absolut. Der für so ein Billigding bin ich wirklich überzeugt. Ich finde, der ist auf einem guten Niveau. Ja, ich hatte echt das Gefühl, dass so eine Gaswolke in meiner Nase gerade so explodiert. Es kommt Kania. Der gefällt mir richtig gut, der Delicato. Das ist geil. Der Kania schmeckt plötzlich, als ob ich Zitronengras mitgekaut hätte. Total. Ah, der sagt richtig ab. Der hat kaum Kraft. Mhm. Also, scharftechnisch ganz klar, wer hier gewinnt, Delicato. Aber der Geschmack ist auch völlig anders. Wie gesagt, so ein bisschen zitronengrasartig irgendwie. Da sind wir wieder bei diesem leicht zitronigen, fruchtigen. Aber der kommt kaum an. Der kommt gar nicht in den ersten Gang rein. Der geht gar nichts. Mein Punkt geht an Aldi. Der säuft ab. Ach, guck mal, hier ist doch schon wieder was. Ach, das ist natürlich eine Senfblume. Was sind da noch? Also der Lidl ist echt harmloser. Kurkuma, Koriander, Chili, Piment wird hier zumindest explizit auch noch aufgeführt. Also da ist ein bisschen Exotik im Raum. Das ist schon Senf, der schmeckt schon nach Senf. Aber, also das muss man ihm lassen. Aber der Aldi, der gibt richtig Gas. Mhm. Also das Lidl, also ich bin tatsächlich von beiden positiv überrascht dafür, dass es wirklich die Niedrigkostensparte sind. Ja. Ich bin da grundsätzlich, du hast natürlich den cleveren Weg gewählt, ne? Anstatt immer lästig Striche zu ziehen, hast du mit alternierenden Farbcodes gearbeitet, sodass man eindeutig das zuordnet. Das darf ich natürlich jetzt nicht durcheinander bringen. So. Alter, ich schreibe mal was auf, ich weiß nicht schon, was ich gebe. Und dann sagst du mir, was ich schreiben soll. So. Delicato 8. Lidl 3. Nee, das ist fies. 4. 8-4. Okay. 8-4. Aber also der Lidl ist für mich, falls ich jetzt ein kleines Fazit ziehen müsste, ein kleiner Gewinner, weil damit habe ich nicht gerechnet. Also Delicato von Aldi, echt günstig. Der hat richtig Kraft dahinter. Der hat eine gute Schärfe. Wie gesagt, vielleicht war mittelscharf auch einfach falsch angesetzt. Vielleicht brauchen wir schärfere Senfe. Aber ja, wie gesagt, auch im mittelscharfen Segment gibt es ja die Top, die Spitzenreiter.
hat mich echt überzeugt. Also klar, ist ja die Frage, inwiefern soll man Preis mit reinnehmen oder so in die Bewertung, aber natürlich spielt eine Erwartungshaltung auch mit. Und die wurde hier überzeugt. Das kann ja auch letztendlich dann jeder für sich entscheiden. Ich umkringel mal einfach, um jetzt langsam der Finalfindung einen Schritt näher zu kommen, die Kandidaten, die mindestens 8 oder mehr bekommen haben. Weil das sind dann. Ist aber auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja, ist so, ne? Man freut sich dann doch irgendwie, wenn gleich die Regie sagt, ey, sorry, ihr müsst zum Ende kommen. Also geht's mir zumindest gerade. Ich werde jetzt mal kurz berechnen, was hier denn dabei rauskommt. Bei Aldi Süd heißt der Kim, heißt es im Chat. Okay, Delicato anscheinend dann die Nord-Variante und Kim die Süd-Variante. Sehr gut, vielen Dank. Ja, aber im Moment, da würde ich jetzt sagen, dass es nicht die gleichen Sorten sind. Weil die Unterschiede zwischen Aldi Süd und Aldi Nord sind nämlich natürlich schon absolut spürbar. Gut. Nicht immer bei jedem Produkt, aber doch recht häufig. So, was haben wir hier nochmal, die 17? Und da sind wir bei, ja gut, das ist ein bisschen schwierig. Den lasse ich jetzt einfach mal bei dir umkringelt, weil wir da so einen Ausreißer haben. Sind wir schon drüber eigentlich? Wir sind im Prinzip jetzt auch durch und haben auch so etwas wie ein Ergebnis. Haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Hör mal. Also. Da kann sich auch der Herr Links nicht beklagen, ne, mit seinem ewigen überzieh nicht immer und so. Wobei wir eigentlich sagen müssen, dass wir gescheitert sind. Weil bei uns kriegen beide die Bestwertung, den Kühne. Mit dem sind wir schon reingegangen. Das heißt, wir haben keinen neuen Liebling gefunden. Wir bleiben bei Kühne als Topnote. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Power Ranger gefunden, die ich dann neben denen ins Regal stellen kann, der das wirklich gut komplementiert. Ja, Bautzner wird auf jeden Fall bei mir ins Repertoire geraten. Auf jeden Fall. Löwensenf eher nicht, weil da bin ich beim Extrascharfen. Aber der Bautzner ist dabei und ich muss echt sagen, Hut ab für die historische Senfmühle. Ja. Aus Schwerte. Delicato, Aldi und die Schwertmühle. Also wenn das, also die würde ich mir, oder willst du die haben? Nein, die darfst du natürlich mitnehmen. Auch wenn auf dem Paket mein Name stand. Nein, natürlich. Nein, das ist deine Disziplin hier. Nein, das ist alles gut. Wir streiten uns natürlich, wenn die Kamera aus ist, darüber. Okay, wer, dann würde ich die Schwertmühle nehmen, weil das ist wirklich oder auch jetzt. Also das ist wirklich da, wo man sich auch einen Tag über freut. So eine Stunde vor Feierabend, man denkt sich, oh, wenn ich zu Hause bin, erstmal die Schwertmühle auspacken. Da habe ich Bock drauf, die finde ich richtig gut. Aber auch Delicato von Aldi hat mich überzeugt. Aha. Und ansonsten Bautzner, klar, ist nicht auf kühne Niveau, aber wird auf jeden Fall mit ins Repertoire wandern. Absolut. Ich bin da voll bei dir. Wir waren ja oftmals deckungsgleich, so richtig weit auseinander sind wir nicht. Wahrscheinlich ist es der Hang zur Schärfe dann auch. Aber wir reden ja auch von Senf. Insofern ist es völlig legitim zu sagen, wir wollen ein bisschen Schärfe mit im Programm haben. Man muss aber sagen, Kühne ist der Sieger. Auf jeden Fall, das sind, glaube ich, so unsere 4 Siegerkandidaten, glaube ich, kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Platz 1, Platz 2 teilen sich dann die Schwerter Senfmühle und der Kühne. Bautzner. Und der Kühne ist auf einem soliden ersten Platz. Auf dem dritten Platz ist der, ist ein bisschen schwer, der Löwensenf, genau. Das ist Platz 3. Ja. Also genauso, wie du es da dargereicht hast. Schön, waren viele gute Sachen dabei, aber auch ein paar absolute Ausreißer nach unten. Ganz unten war bei uns gut und günstig. Da haben wir beide die 1 gezückt. Ja, aber also, ist jetzt auch nicht überraschend, aber auch gut zu sehen, dass die ganze Palette da ist auf jeden Fall an Qualität. Aber hat richtig Spaß gemacht. So viel Senf. Ist selten. Ich hätte echt gedacht, dass wir ein bisschen mehr Underdogs finden. So wirklich, so, wo wir gar nicht mit rechnen und einfach komplett umgeblasen sind. Große Enttäuschung natürlich leider der historische Senfmühlensenf. Klar, das ist vielleicht auch was für Liebhaber. Es gibt da 1000 andere Sorten, in die man mal reingehen kann. Aber ansonsten, war das erstmal Senf. Absolut. Und mich hat sehr gefreut, dass ich auch wirklich privat endlich mal dem frönen konnte, was mir immer hilft, nämlich der Optimierung meiner Einkaufsliste auf Firmenkosten. Das ist ein ganz fantastischer, nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt. Und auf Community-Kosten, denn wir haben auch viele Einsendungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich sehe da schon kommen, dass wir uns immer die ein oder andere Sorte, die eingesendet wurde, streiten werden. 7 Sterne. Oh, er fällt mir aus Versehen runter. Nein, natürlich. Nein, also vielen Dank dafür. Geschmäcker sind verschieden, deswegen, ihr habt sicherlich den Senf eurer Wahl. Falls nicht, hier sind ein paar Inspirationen. Ich bin gespannt, ob ihr da mitgeht. Wir sehen uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge Löffelmesser Gabel. Florentin, es war mir eine absolute Ehre, mit dir hier testen zu dürfen. Absolut auch große Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch schon allein die letzten Wochen. Die Vorfreude war groß und ich finde, wir haben ein gutes Ergebnis geschafft. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Oh, 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 oh.